unsere zahlreichen Zuschauer, die schon da sind. Ich freue mich, dass Sie teilnehmen können heute Abend zu unserer Veranstaltung, zu unserem Webinar Mitarbeiterbindung durch perfektes Homeoffice. Ich weiß, ist so ein bisschen reißerisch der Titel, weil perfekt, was ist perfekt? Aber das Thema Homeoffice ist doch so präsent und wird von den Medien wirklich aktuell auch sehr intensiv bespielt, dass das einfach ein wichtiges Thema ist, was uns auch noch ganz lange begleiten wird. Und insofern dachten wir, wir müssen einfach mal darüber nachdenken, wie dicht wir denn an dieses Perfekt herankommen und was das denn zum Thema Mitarbeiterbindung beiträgt. Ich freue mich, dass wir sehr spannende Referenten haben heute. Frau Professor Ladwig zum Beispiel von der TH darf ich begrüßen. Heiko Nissen, diese Seminarreihe Möglichkeiten der Mitarbeiterbindung mit mir zusammen organisiert, darf ich begrüßen. Jan Drescher, den Geschäftsführer der Heinrich Hünicke GmbH und Co. KG hier in Lübeck und Jörg Werner als Steuerberater und auch so unser Rechtsfachmann in dem Bereich. Auch die beiden darf ich ganz, ganz herzlich begrüßen. Was wird uns heute Abend erwarten? Ich werde so einen kleinen Aufschlag machen. Ich werde so ein bisschen ein paar Themen anteasern. Ich werde nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Dafür haben wir ja unsere fachkundigen Leute. Aber ich will so ein bisschen so ein paar Sachen schon mal ansprechen, die dann noch zu vertiefen sind im Laufe der Veranstaltung. Ich will auch tatsächlich an einer Stelle mal so einen Blick in die Zukunft werfen, so ein bisschen auch Sie dazu anregen, ein bisschen auch strategisch langfristig zu denken. Dadurch, Herr Nissen wird mir folgen, dann wird das Ganze dann in den Bereich Mitarbeiterbindung einbinden. Frau Professor Ladwig geht dann tatsächlich auf Homeoffice im Detail ein. Ich habe Ihre Präsentation schon gesehen. Das wird sehr spannend. Da wird sie sehr viel von dem aufgreifen, was ich, wie gesagt, anteaser. Ich habe auch schon die Präsentation von Herrn Drescher gesehen, der ja mit der Hünicke GmbH da sehr an der Front ist, was Einrichtung angeht von Büros, aber eben auch Homeoffice. Da bin ich schon sehr gespannt, was er dazu berichten hat. Und natürlich, was alle Unternehmer am Jahresende immer interessiert, wie ist es steuerlich? Da wird uns dann Herr Werner auf die Reise mitnehmen in die spannende Welt des Steuerrechts und wahrscheinlich auch noch ein Stückchen darüber hinaus. Insofern ein wirklich bunter Strauß und rundum gebündelt um das Thema Homeoffice. Sie sollen an der Stelle nicht zu kurz kommen. Es ist ja eine Veranstaltungsreihe auch immer gewesen, die auch die Möglichkeit gegeben hat, sich auszutauschen. Das wollten wir jetzt auch mit aufnehmen. Deswegen haben wir uns überlegt, dass Sie auch am Schluss das Wort haben sollen, dass Sie uns berichten können oder der Anwesenden, was so Ihre Erfahrungen mit Homeoffice sind, wo Ihre Reise auch hingeht. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir sowas auch nutzen, um uns auszutauschen, so ein Format. Und das wollten wir hiermit aufgreifen. So, das zu dem, was Sie erwarten wird. Von mir nun, wie gesagt, der Blick Homeoffice in und nach Corona, was wird da kommen? Ich meine letztendlich die Spatzen pfeifen es von Dächern. Homeoffice ist gekommen und viele haben es für attraktiv empfunden. Selbst die Homeoffice-Neulinge haben zu 75% gesagt, damit bin ich zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Also durchaus auch eine repräsentative Umfrage. Das ist also nicht, was wir hier vor der Haustür nur gefragt haben. Das ist also wirklich fundiert diese Erkenntnis, woher kommt es? Auch das ist wenig überraschend. Der Zeitgewinn durch Wegfall des Arbeitsweges, das war so eines der wichtigen Sachen. Die höhere Flexibilität, dadurch die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich will da gar nicht im Detail eingehen. Frau Ladwig hat da den deutlich besseren Blick drauf. Aber auf jeden Fall, das mobile Arbeiten, das wird bleiben. Vielleicht nicht zu 100%, dass also alles nur noch von zu Hause gemacht wird, sondern als partielles Mittel der Arbeit auf jeden Fall. Warum? Druck des Arbeitsmarktes. Das ist einfach so, dass viele Firmen die Möglichkeit weiterhin anbieten werden. Ich habe am Wochenende was gelesen in einer großen Zeitschrift,
Sonntagszeitschrift, da stand drin, über 40% der befragten Unternehmen planen schon jetzt, das also weiterzuführen und sogar noch auszubauen. Wenn die Unternehmen es anbieten und die Arbeitnehmer es einfordern, dann wird es einfach kommen und dann ist es tatsächlich ein aktiver Wettbewerbsnachteil für Unternehmen, die das nicht anbieten. Das ist einfach so. Und Corona hat auch gezeigt, Homeoffice ist nicht umsetzbar. Das ist als Argument jetzt widerlegt. Also ein Unternehmen, das sagt, das lässt sich nicht umsetzen. Nee, das will es nicht umsetzen. Ich glaube, das ist klar. Dann auch einfach, wir haben durch Corona einen Digitalisierungsschub gehabt. Viele Unternehmen haben Infrastruktur. Und warum dann nicht auch weiter nutzen? Spannend an der Stelle ist aber vor allem, dass die Bedenken, die Skepsis, die es vor Corona gab, bezüglich der Digitalisierung. Die haben deutlich abgenommen. Wir haben also sowohl bei Arbeitnehmern als auch bei Arbeitgebern eine höhere allgemeine Bereitschaft zu weiterer Digitalisierung. Das heißt, die Ängste, die es damit gab, die sind ja vielleicht nicht weg, aber doch zu einem deutlichen Teil zurückgegangen. Und das öffnet eben auch Tür und Tor für Homeoffice und alles, was dazugehört. Ein spannender Aspekt, den wir aber nicht vergessen sollten, ist der Wandel der Globalisierung. Wir hatten ganz am Anfang zu Corona, Sie werden sich vielleicht noch daran erinnern, da brachen auf einmal Lieferketten zusammen. Denken Sie jetzt nur an die Masken, die es zu Beginn der Krise auf einmal nicht mehr gab. Aber auch in ganz anderen Bereichen. Ich habe einen als Fachkräfteberater der Industrie- und Handelskammer unter anderem ein Dentallabor beraten Ende Februar. Da war hier noch alles ganz entspannt und ja, ist eine bessere Grippe. Da riefen die mich an und sagten, Herr Witt, ich brauche Ihre Hilfe. Bei uns ist alles zusammengebrochen. Wir kriegen einen Großteil unserer Dentalprodukte, wie übrigens viele andere auch, aus China und da kommt nichts mehr. Die haben das komplett eingestellt. Unsere Lieferketten sind zusammengebrochen. Ich weiß aus dem privaten Bereich, wie viel Stein, wie viel Marmor zum Beispiel inzwischen in China produziert wird. Also das ist, wir haben da so globalisierte Ketten, die auf einmal sich als anfällig erwiesen haben. Und Trend ist jetzt, viele Unternehmen sagen, okay, wir verlagern Produktion zurück, zumindest partiell. Ich habe vielleicht früher durch billige Arbeitskräfte in Fernost gearbeitet. Ich habe hier nicht die billigen Arbeitskräfte, aber ich kann durch Roboter günstig arbeiten. Und mit den Möglichkeiten der Digitalisierung, die sich jetzt aufzeigen, kann ich das auch günstig machen. Das heißt, der Kostenvorteil, den man bisher in China hatte, der nivelliert sich zum Teil. Produktion kommt hier zurück. Es entstehen, es wandelt sich die Arbeitswelt, es entstehen neue Berufe, die aber höher angesiedelt sind, die digitalisierter sind. Und je digitalisierter ein Beruf ist, desto höher sind auch die Chancen, dass zumindest Teile davon im Homeoffice gemacht werden. Das heißt, selbst dadurch, durch den Wandel der Globalisierung, kriegen wir einen deutlich höheren Anteil, eine höhere Wahrscheinlichkeit für Homeoffice. Selbst in Bereichen, die wir so gar nicht als gar nicht Homeoffice-tauglich sehen. Also da wird allein deswegen wird das uns begleiten. Nachteile haben wir auch alle schon gesehen. Auch da wird uns Frau Ladwig bestimmt was zu sagen. Der erschwert formelle Informationsfluss, die Erreichbarkeit von Kollegen, die Kommunikationsebenen, die wegfallen, weil man jetzt auf einmal nur noch E-Mails oder Chatnachrichten schreibt. Auch die Verfügbarkeit von Unterlagen. Was auch sich als negativ herausgestellt hat, dieser informelle Informationsfluss, dieses Gespräch in der Kaffeeküche, wo ich dich gerade sehe, mir fällt da gerade was ein. Das ist für die Gesundheit eines Unternehmens ja durchaus wichtig. Fällt weg, wenn alle im Homeoffice sind. Viele spüren das auch schon, die sagen, also 75% etwa sagen, mir fehlt der direkte Kontakt zu den Kollegen und Kolleginnen. Da muss man sich was überlegen. Teamgeist, was ja für ein Unternehmen ganz wichtig ist, entsteht nur durch unmittelbare Interaktion. Also das funktioniert im Homeoffice nicht. Das heißt, das verlangt nach neuen Strukturen und Prozessen und nach neuen Konzepten auch für Büros und Bürogebäude. Komme ich gleich nochmal drauf zurück und wird mit Sicherheit auch Herr Drescher was noch zu sagen können. Weiteres Problem jetzt mehr auf der Arbeitgeberseite. Ich bin ja, habe ja eine Fürsorgepflicht gegenüber meinen Arbeitnehmern. Wie kann ich die wahrnehmen, wenn ich die gar nicht mehr vor Ort habe? Solange die in meinen Räumen sind, kann ich immer noch mal rumgehen und gucken, ne, funktioniert die Ergonomie am Arbeitsplatz? Wie ist das mit dem BGM?
wenn die Leute im Homeoffice ist, wird das schwierig. Dann nur weil die Leute ins Homeoffice geschickt werden, heißt das ja nicht, dass sie das auch können. Das heißt, die Voraussetzungen, die Mitarbeiter unter Umständen mitbringen müssen, selbst mitbringen, die haben sie unter Umständen nicht. Die muss ich vermitteln. Das heißt, die Ansprüche auch an die Führung sind auf einmal eine ganz andere. Und zwar jenseits der gesetzlichen Rahmenbedingungen oder das, was da vielleicht von außen vorgegeben wird, noch hinaus. Das ist also schon etwas, was eine Herausforderung für die Arbeitgeber ist zukünftig. Was wird sich noch verändern? Allein, wenn man das mal drüber nachdenkt, auch das war in diesem Artikel da in der großen Sonntagszeitung. Nein, es war nicht die Bild am Sonntag. Es war seriöser. Ein relativ großer Raum ging darum, wir werden eine Renaissance der ländlichen Räume haben. Wenn die Leute mehr im Homeoffice sind, und da gibt es ja durchaus seriöse Studien, die sagen, naja, 40% der Zeit kann man durchschnittlich schon im Homeoffice verbringen, und zwar über fast alle Arbeitsfelder hinweg und Berufsfelder hinweg. Also da ist der Anteil von Homeoffice-Potenzial ist schon hoch. Das heißt, wenn die Leute im Homeoffice sind, haben wir einen Rückgang der Pendlerströme. Und es ist klar, wenn ich jeden Tag nach Hamburg rein müsste, dann würde ich natürlich versuchen, diese Strecke möglichst kurz zu halten. Wenn ich nur noch alle 2, 3 Tage nach Hamburg rein muss und ansonsten auch auf dem Land arbeiten kann, dann ist natürlich die Bereitschaft, auch mal etwas weiter wegzugehen, durchaus höher. Vor allem dann, wenn wir überlegen, dass wir jüngere Generationen, die haben, die gerade einen verstärkten Drang zur Natur haben. Dann merkt man ganz vielen Sachen. Fragen Sie mal die Schrebergärtner. Vor ein paar Jahren war immer noch, oh, wir kriegen die nicht vermietet, die Gärten, die jetzt frei werden. Die sind alle weg. Die jungen Leute gehen zurück in die Natur. Und das merkt man an vielen Stellen, dass da das ländliche Umfeld mehr jetzt auch wieder gestärkt wird. Und das wird durch Homeoffice auch noch weiter vorausgehen. Wir werden eine Wiederbelebung dörflicher Strukturen erleben, insbesondere mit Gebieten mit guter ÖPNV. Heißt zum Beispiel für die Unternehmen, wo früher noch eher der Gedanke war, bei einer Standortfrage zum Beispiel, ne, kann ich genug Parkplätze anbieten? Ist jetzt vielmehr eher die Frage, habe ich da eine gute ÖPNV-Anbindung oder was kann ich tun, damit meine Mitarbeiter vielleicht die letzte Meile noch gut hinter sich bringen können. Also allein da, wenn man sich sowas überlegt, da passiert sehr viel, was auf einmal auch wieder in den Gedankenkreis der Unternehmer mit reinspielt. Dann, was ich schon sagte, diese Büros, wenn 40% der Arbeit locker im Homeoffice gemacht werden kann, sind 40% der Büroräume leer. Macht es dann noch Sinn, tatsächlich große Bürobunker zu haben, diese Leerstände quasi verwalten zu müssen? Das ist ja auch ein Kostenfaktor. Das heißt, auch da wird sich was ändern. Wir werden zukünftig weniger Präsenzbüros haben in den Unternehmen, dafür aber mehr Räume für soziale Kontakte und kreative Interaktion. Das heißt, in der Konzeption von Verwaltungsgebäuden, von Büroräumen wird sich ganz viel ändern müssen. Im Zusammenhang mit der Renaissance der ländlichen Räume werden wir eine Dezentralisierung hier haben, die dann auch wieder neue Formen von Kooperation mit sich bringen. Da gibt es Begriffe wie On-Site-Telearbeit, dass mein Mitarbeiter in den Gebäuden und der Infrastruktur eines anderen Unternehmens vielleicht arbeitet, dass der damit unterkriegt. Oder das, was wir schon seit einiger Zeit haben, Coworking Spaces, Telecenter, die also um große Zentren herum auf dem Land entstehen, dass also darüber Mitarbeiter zumindest in kleinen Gruppen sich zusammenfinden können und dort real miteinander arbeiten können, auch über mehrere Unternehmen hin, also auch da wieder im Zusammenhalt mehrere Unternehmen. Also da wird sehr, sehr, sehr viel passieren in der nächsten Zeit durch den Gedanken von Homeoffice, durch diese Digitalisierung. Und an der Stelle haben wir einfach insgesamt einen größeren Anpassungsdruck auf Führungsebenen. Weil die das sind, die Führungskräfte, die das letztendlich meistern müssen. Ich glaube, die Herausforderung liegt gar nicht so sehr bei den einzelnen Mitarbeitern. Der einzelne Mitarbeiter wird sich im Prinzip schon irgendwie zurechtschuckeln.
Aber das Ganze zu koordinieren, zu leiten, zu planen, vorausschauend strategisch auch anzuleiten, die Mitarbeiter zu führen, das ist die große Herausforderung, die das eben mitbringt. Warum noch? Das hat mit diesem schmucken Herrn zu tun, einem sehr, sehr spannenden Menschen, den ich im letzten Jahr kennengelernt habe. Nicht persönlich, aber zumindest seine Theorie, der Herr Kondratjew. Lesen Sie sich dazu mal an. Das ist sehr spannend. Er hat die Idee der langen Wellen, der langen Zyklen, der Kondratjew-Zyklen entwickelt. Kurz gesagt, die digitalen Technologien, die sich jetzt für uns öffnen, die haben das Potenzial, die Basisinnovation zu bilden für das, was in den nächsten 30 bis 50 Jahren das weltweite wirtschaftliche Wachstum bestimmt. Das können Sie nicht so groß, das können Sie nicht groß genug denken. Um so ein kleines Bild zu haben, 30 bis 50 Jahre, stellen Sie sich mal wirklich Berlin im Jahre 1900 vor. Wie viel, da gab es quasi keine Autos. Autos waren Spielzeug für Luxus, für die obersten 10.000, obersten 1.000. Natürlich gab es Lastwagen, aber das waren Pferdelastwagen. Denken Sie die ganze Struktur, die dahinter steckt. Und dann denken Sie mal nur 30 Jahre weiter, 1930, wie viel Automobilität auf einmal schon da war. Oder denken Sie 50 Jahre weiter, 1950, was sich in der Zeit alles geändert hat. Die Voraussetzung für so einen Wandel, und dieser Wandel wird durch diese digitalen Technologien kommen, die Voraussetzung ist innovatives Unternehmertum. Und das haben wir ja schon. Sieben der acht größten Unternehmen der Welt sind IT-Technologieunternehmen. Da ist Amazon mit bei, da ist Microsoft mit bei, da ist Alphabet mit bei. Das ist die Mutterkonzern von Google. Also, das sind sieben der acht Unternehmen. Die haben zusammen einen Börsenwert von fast 5,5 Billionen Euro. Alle 30 DAX-Unternehmen zusammen haben gerade mal 1 Billion Euro. Unter den 100 größten Unternehmen ist ein einziges, 100 größten Unternehmen der Welt ist ein deutsches Unternehmen dabei, etwa so um Platz 50 herum. Das ist SAP. Das heißt, da merken wir schon, wo tatsächlich die Reise hingeht. In Deutschland ist das mit den digitalen Technologien bisher eher zurückhaltend wahrgenommen worden, aber Corona ist da, wirkt da tatsächlich momentan wie so eine Feststoffrakete für die Digitalisierung. Also ich hatte den nächsten Zyklus gesagt, ja, der wird so in 5 Jahren anfangen. Wir brauchen noch eine Rezession. Die hatten wir jetzt. Die Rezession ist durch. Jetzt kommt tatsächlich der Schub. Das heißt, wir stehen vor einem umfassenden Wandel der Gesellschaft und der Arbeitswelt in einem nicht vorstellbaren Umfang. Das wird kommen. Und Homeoffice ist ein Teil, der das eben auch mitträgt und der da eben ein Sinnbild auch für diesen Wandel ist. Was können Sie jetzt schon tun? Das kann ich Ihnen schon mal verraten, ohne da was zu groß zu teasern. Die Digitalisierung, sehen Sie die auch als Chance zur Mitarbeiterbindung, Personalentwicklung eben auch strategisch und langfristig denken. Das ist, ne, denken Sie an den demografischen Wandel, der da kommt. Da müssen Sie sich so ein bisschen darauf vorbereiten. Gucken Sie, was haben Sie schon für Talente? Entwickeln Sie die weiter. Gucken Sie, wo haben Sie Qualifizierungs- und Entwicklungsbedarf? Sie planen ja die technische Entwicklung. Nehmen Sie Ihr Personal an der Stelle mit. Binden Sie es möglicherweise sogar ein in diese Prozesse aktiv. Holen Sie sich Unterstützung. Es gibt sehr spannende Förderprogramme, Unternehmenswert Mensch, Unternehmenswert Mensch Plus oder Go Digital. Sprechen Sie uns dazu an. Da kriegen Sie Unterstützung finanzieller Art, aber eben auch durch tatsächlich aktive Beratung. Denken Sie daran, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen fressen die Langsamen. Versuchen Sie da, das nicht auszusetzen. Ich glaube, das auszusitzen ist der falsche Weg. Wen können Sie ansprechen? Mich zum Beispiel. Ich bin Teil des Beratungsnetzwerkes Fachkräftesicherung in Schleswig-Holstein. Ich bin zusammen mit zwei netten Kolleginnen von der Handwerkskammer zuständig für den Bereich südöstliches Schleswig-Holstein, also Ostholstein, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg und natürlich auch Lübeck. Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen da auf jeden Fall. Was kann noch helfen?
Die IHK hat im letzten Jahr ein Qualitätssiegel in die Welt gebracht für ambitionierte Arbeitgeber, die eben tatsächlich auch versuchen, da voranzugehen, Mitarbeiter eben auch aktiv mit einzubinden und sich auch attraktiv zu machen für Arbeitnehmer. Spannendes ist, es ist eine Begleiterauditierung. Das ist nicht nur ein Siegel, das man sich einkaufen kann, sondern das funktioniert auf Basis von persönlichen Befragungen. Das ist wissenschaftlich basiert. Wir stehen mit unserem guten Namen als IHK zu Lübeck dahinter. Wir haben spannende Projektpartner, den Kreis Segeberg, die Wirtschaftsförderung, die Kreishandwerkerschaft Mittelholstein. Und das Spannende ist, das Programm, dieses Siegel ist sogar mit Förderprogrammen kombinierbar. Also wir haben da sehr viele Werkzeuge, die Sie vorbereiten können. Gut, das soll eigentlich als Teaser von mir auch reichen. Danke schon mal für die Aufmerksamkeit an dieser Stelle. Falls Fragen sind, können Sie das stellen. Es gibt die Möglichkeit, über unser System Fragen und Antworten zu stellen. Und die Hand zu heben, können Sie, soweit ich das weiß, auch. Ich sehe das und kann Sie dann mit dazu nehmen, dass Sie auch Fragen stellen können. Ansonsten danke erstmal von meiner Seite aus für Ihre Aufmerksamkeit. Und dann gebe ich das Wort weiter an Heiko Nissen. Ja, danke, Uli. Ich werde mich mal einloggen hier. So, ich hoffe, alle können mich hören und sehen. Ja, nach der kurzen Einleitung von Uli Witt, mit dem wir diese Veranstaltungsreihe gemeinsam durchführen, begrüße ich Sie alle leider nur virtuell. Aus natürlich, wie es für heute Abend sich das gehört, aus meinem Homeoffice. Und ja, möchte ganz kurz so als Bindeglied quasi zur größeren Theoretisierung von Frau Ladwig noch so ein paar Dinge einfach ganz allgemeiner Art zum Thema Mitarbeiterbindung sagen. Und ja, habe das also wie folgt kurz eingeteilt. Einmal Mitarbeiterbindung, was bedeutet das? Da sehen Sie schon ambitionierte Arbeitgeber, was Uli Witt gerade erzählt hat. Ergänzung von unserer Seite, wir haben dieses Projekt gemeinsam mit der IHK entwickelt auch und unser Unternehmen ist auch Auditor dort und ich werde nachher noch ganz kurz in Miniform zwei, drei Dinge als Erfahrung dazu berichten. Homeoffice, ja, mehr Home als Office. Muss man manchmal eben noch sagen. Im Hauruck-Verfahren ist in vielen Unternehmen das erste Mal über das Thema Homeoffice nachgedacht worden und das Thema Homeoffice überhaupt umgesetzt worden. Wenn wir in Unternehmen gehen und wir also auch über dieses Thema mit den Unternehmen reden und überlegen, wie kann man Dinge optimieren, was ist sinnvoll jetzt aus dieser Situation heraus, die wir alle erleben, Dinge vielleicht fortzuführen, in welcher Form auch, wie kann man sich strukturieren. Dann geht es um das Thema Projektmanagement, Vorgehensweise, was wir machen. Ein Koffer voller Instrumente. Das ist immer so die Ergänzung dazu von unserer Seite bei dieser Veranstaltungsreihe, dass wir sagen, es gibt immer gewisse Ideen auch. Zwei, drei werde ich Ihnen nachher ganz kurz zeigen. Sinnvolle Fördermittel, da kann ich sehr schnell drüber hinweggehen, weil Herr Witt das auch vorhin schon gezeigt hat. Die werden natürlich gerne und sinnvollerweise eingesetzt. Und ganz zum Schluss noch zwei, drei Sätze zu uns dann. Mitarbeiterbindung wird immer noch unterschätzt. Wir befinden uns zwar in einer Situation, wo scheinbar der ein oder andere denkt, das ist ja gar nicht mehr so ein wichtiges Thema. Die Mitarbeiter werden freigesetzt. Also man findet ja ganz schnell wieder neue Mitarbeiter. Dem ist aber nicht so. Auch in Wellen verändern sich Volkswirtschaften. Auch hier werden wir wieder andere Zeiten erleben. Und Mitarbeiterbindung ist nie eine kurzfristige Angelegenheit, sondern eine langfristige Investition auch. Und wer es jetzt schafft, als Unternehmer in dieser Phase eine Lösung, einen Spagat zu finden zwischen Mitarbeiterbindung und Liquiditätsschonung, der macht genau das Richtige. Nicht handeln ist wie eine tickende Zeitbombe. Weil nämlich die Konkurrenz nicht schläft und Unternehmen, die also jetzt weit nach vorne blicken und
also auch Geld in die Hand nehmen, nutzen so eine Phase sicherlich auch aus und sagen, jetzt kommen wir mal an bessere Mitarbeiter ran und schnappen uns die und schon sind die weg. Denn Mitarbeiterbindung geht immer vor Findung. Also wer im Unternehmen vor der eigenen Haustür nicht vernünftig kehrt, der wird es auch schwerer haben, neue Mitarbeiter zu finden. Denn die eigenen Mitarbeiter sind ja oft auch diejenigen, die manchmal gute Anstöße geben, die Kontakte haben und über die man dann letztlich auch vielleicht zu neuen Mitarbeitern kommt. Bei unserem Thema heute Abend hier Mitarbeiterbindung im Zusammenhang mit Homeoffice muss man eben ganz klar sagen, das ist immer der Einzelfall entscheidend. Also anlassbezogen es zuzulassen auch, also nicht mit der Brechstange, sondern wirklich zu überlegen, wo macht es wirklich Sinn. Das führt natürlich teilweise zu einer Ungleichbehandlung und die muss allerdings dann auch vermittelt werden, muss transparent sein und nachvollziehbar sein für die Mitarbeiter, dass man eben nicht das Gefühl hat, man ist vielleicht benachteiligt, man muss immer noch zur Firma fahren. Also da ist auch wieder ganz wichtig der direkte Kontakt von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer. Man kann Mitarbeiter auf lange Sicht nicht kaufen. Also das soll man nicht meinen, dass man über eine wirklich eine Bindung an das Unternehmen, dass man die also nur erreichen kann, indem man die Gehälter erhöht. Sicherlich gibt es irgendwo Schmerzgrenzen, wo jeder dann also leicht und lange gebunden wird. Davon reden wir nicht, sondern dass man sagt, man muss einen vernünftig ausgewogenen Blumenstrauß finden, wo man sagt, also die Liquidität, die Mitarbeiter über Gehalt, Lohn bekommen, dass die ergänzt wird durch kreative Instrumente auch. Denn jeder Mitarbeiter ist heutzutage ein potenzieller Wechselkandidat. Das war früher nicht so. Die Bindung der Mitarbeiter an ihre Unternehmen war durchaus stärker. Die Wechselwilligkeit war nicht so groß. Heutzutage gibt es ganz andere Instrumente, um an Mitarbeiter heranzukommen und auch für Mitarbeiter sich zu präsentieren, öffentlich auch, und wo man eben auch Mitarbeiter unaufgefordert aufmerksam wird. Sie wissen, was ich meine, Xing oder solche Dinge. Also die digitalen Medien sorgen dafür, dass hier eine wesentlich größere Möglichkeit besteht. Die krisenbedingte Trennung von Mitarbeitern ist in der Regel unumkehrbar. Also das bezieht sich natürlich auf eine krisenbedingte Trennung, aber wenn ein Mitarbeiter gegangen ist und an einem neuen Arbeitsplatz zufrieden ist, dann wird er in der Regel nicht umkehren. Und dann haben wir das Thema, dass es dann deutlich teurer wird, vielleicht einen neuen Mitarbeiter zu finden auch und den dann auch so weit zu bringen, dass er also auch in die Produktivität des Vorgängers kommt. Also ich habe da das eigentlich schon vorweggenommen, was jetzt an zweiter Stelle hier steht. Investitionen in Mitarbeiterbindung, zum Beispiel hier durch ein sehr vernünftig gestaltetes Homeoffice, wie auch immer. Ich will da nicht auf die Feinheiten drauf eingehen. Ich glaube, Herr Drescher wird da noch zu etwas sagen. Jedenfalls wichtig ist es hier, nicht mit der Rasenmähermethode ranzugehen, sondern ganz klar zu sagen, also man sollte eben wirklich die individuellen Bedürfnisse und Überlegungen, Wünsche der Mitarbeiter berücksichtigen und aus dieser Vielfalt heraus auch versuchen, irgendwo machbare, gangbare, individuelle Lösungen zu finden. Also nicht jetzt von oben aufoktroyieren, eigene Vorstellungen einfach umsetzen auch und darauf hoffen, dass man damit sozusagen die Mitarbeiter trifft. Denn wir reden hier von einem Thema, was ja beiden Seiten helfen soll. Die Mitarbeiterbindung soll dazu führen, dass Mitarbeiter zufrieden sind, dass aber auf der anderen Seite die Unternehmer, die Arbeitgeber eben auch ihre Mitarbeiter dadurch halten können. Die Erhöhung dieser Erkenntnisse durch vertrauliche Gespräche mit uns und die emotionalen Bindungen zwischen den Mitarbeitern und Unternehmern vergrößern einfach das Spektrum, zu sagen, so, wo steht das Unternehmen, welche Maßnahmen sind vielleicht sinnvoll, wo kann man mal von außen den Blick von außen zulassen und sagen, wir gestalten ein Unternehmen etwas anders, wir optimieren die Abläufe, wir überlegen einfach, was ist vielleicht ein Thema Weiterbildung zu machen. Und diese Dinge lassen sich am allerbesten feststellen, indem man reingeht, viele vertrauliche Gespräche führt, zum Beispiel in Verbindung mit einem Siegel ambitionierter Arbeitgeber, wo auch eine Vielfalt von Fragen gestellt werden und die eine wunderbare Basis dafür liefern, in entsprechende Strategien zu gehen.
Allerdings muss man immer dabei sagen, Wunschzettel ist kein Bestellzettel. Also Mitarbeiter, die jetzt also eine riesige Latte von Wünschen äußern, die können damit nicht meinen oder sicher sein, dass sie damit sozusagen alles bestellt haben. Die Kommunikation nach innen und außen ist dann wichtig, dass man also diese Dinge, die man im Unternehmen jetzt anpackt, wenn wir hier beim Thema Homeoffice sind und es wirklich so auch gestalten und dass die Mitarbeiter wirklich in einem Homeoffice zu Hause arbeiten, dann ist das auch etwas, was eben auch nach innen transparent weitergegeben werden muss, sodass eben auch bei Ungleichbehandlung keine Ungerechtigkeit entstehen und Mitarbeiter nicht Konsequenzen daraus ziehen. Und genauso, wenn man diese Möglichkeiten in der heutigen Zeit anbietet, dann muss man die vernünftigen Mittel der heutigen Zeit auch einsetzen und seine eigene Firmenvisitenkarte dafür, also sprich die Homepage, zu sagen, so, was bieten wir eigentlich den Mitarbeitern? Ob das über die Stellenanzeige, ob das über die Homepage, wie auch immer, dass man sagt, welche Möglichkeiten bieten wir an Flexibilität den Mitarbeitern oder vielleicht zukünftigen, also den Bewerbern dann. Es muss lebensphasenorientiert sein. Mitarbeiter, die über eine lange, lange Zeit in einem Unternehmen tätig sind, haben fast noch die Eischale am Kopf, wenn sie anfangen manchmal und nachher haben sie die grauen Haare. Also es ist einfach eine Phase, wo man also nicht sagen kann, man befasst sich einmal damit, sondern man muss es auch immer wieder anpassen. Und insofern heißt es eben wirklich, Kommunikation ist das A und O, mit untereinander sprechen, um Dinge zu erfahren, um Dinge zu gestalten und zu verändern. Ja, Spagat zwischen mehr Flexibilität von zu Hause, die durch ein Homeoffice sicherlich möglich ist, aber weniger persönlicher Kontakte zu Arbeitskollegen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Mitarbeiter, die haben da gar kein Problem mit. Andere vermissen eben einfach sehr stark die Arbeitskollegen. Es geht hier gar nicht auch nur um das Menschliche. Es geht ja auch so um Dinge wie Kreativität, dass durch den Austausch von Kollegen auch plötzlich Dinge mal kommen, die einfach bei einer sehr starken Auslastung durch Homeoffice eben nicht ganz so in dem Maße sein würde. Reichen die Rahmenbedingungen zu Hause aus? Ganz kurz nur so 4 Punkte einfach mal genannt. Da geht es wirklich um das Thema Platz. Ist ausreichend Ruhe vorhanden? Wie ist es mit dem Thema Gesundheit im Allgemeinen und Besonderen auch dort an dem Arbeitsplatz zu Hause, in dem Homeoffice? Wie ist es mit dem Datenschutz? Ist der gewährleistet? Auch, also, dass letztlich die Dinge, mit denen sich Mitarbeiter von zu Hause elektronisch befassen, dass die dann eben auch nicht sozusagen über fehlerhafte EDV-Technik von dem privaten Arbeitsplatz in die weite Welt hinausgehen. Die Verschlechterung der Arbeitsproduktivität der Mitarbeiter darf auf keinen Fall durch so etwas nachhaltig eintreten. In einer Übergangsphase kann das durchaus mal sein, dass man sie finden muss, aber das ist natürlich dann auch wiederum die Vorgabe, dass man überhaupt eine Arbeitsproduktivität messen kann, dass man ein Gefühl hat dafür, aufgrund welcher Parameter, welcher Mitarbeiter kann welche Arbeitsproduktivität leisten. Und da erfahren wir immer in Beratung manchmal, Mensch, das kann man noch gar nicht in dem Bereich. Also man kann letztlich über Zeitreihen, man kann über viele, viele verschiedene Analysen, kann man doch jeden einzelnen Mitarbeiter in irgendeiner Form messen. Man kann schon erkennen, wie eine Entwicklung einer Arbeitsproduktivität ist. Und gerade dann, wenn so ein radikaler Wechsel von einem Büroarbeitsplatz in ein Homeoffice erfolgt, ist es umso wichtiger zu sehen, habe ich hier eine Basis zu sagen, Mensch, der Mitarbeiter ist ja vielleicht jetzt viel produktiver geworden von zu Hause. Dann muss ich als Unternehmer natürlich handeln und muss sagen, also das führt doch dazu, dass ich vielleicht überlege, weitere Mitarbeiter in die höhere Produktivität nach Hause zu schicken und solche Dinge. Und über sowas muss man dann reden. Das sind ja alles Ergebnisse, die wir dann gemeinsam plötzlich erarbeiten und da geht es nicht um wenig Geld, muss man sagen. Geht es vor allen Dingen um Spareffekte. Führung durch mehr Zielorientierung als durch Kontrolle. Ganz klar, Herr Witt sagt es auch, das Thema Nähe zu den Mitarbeitern, wie kann ich an die Mitarbeiter herankommen, ist nicht so
machbar natürlich. Ich kann als Chef nicht mich permanent in meinen Firmenwagen setzen und von Mitarbeiter zu Mitarbeiter im Homeoffice fahren. Ich muss anders den Mitarbeiter führen. Ich muss ihn anders kontrollieren, in Anführungsstrichen, indem ich einfach mit ihm ganz klare Vereinbarungen treffe und über Ziele, über Vereinbarungen erkenne, dass für beide Seiten dieser Schritt eben der richtige war. Qualitätssiegel, ambitionierter Arbeitgeber. Ich habe das schon kurz erwähnt. Witt hat es ja auch gesagt. Das ist zum Beispiel ein sehr guter Einstieg, um einfach mal breit zu erkennen, auch bei diesem Thema, was kann man vielleicht machen? Welche Ambitionen habe ich als Arbeitgeber, hier in dem Thema einfach auch in Zukunft mehr machen zu wollen? Und wie kann ich das, was ich vielleicht jetzt im Hauruck-Verfahren gemacht habe, optimieren? Wie kann ich das also besser umsetzen? Wie kann ich also den Arbeitsplatz zu Hause auch besser gestalten? Ich bin hier einfach über einen Punkt hinweggeflutscht, sehe ich jetzt gerade. Arbeitsplatz und nicht Platz zum Arbeiten zu Hause. Nicht? Also natürlich ist es jedem dann selbst überlassen, ob er auf dem wackeligen hohen Küchenstuhl sitzt, irgendwie an einem hohen Platz, wo daneben auch entsprechende Dinge der Küche stehen, und dann ist alles nicht rückengerecht ist, sondern es muss dann irgendwo schon in einer Form sein, dass man eben auch die vernünftigen Bedingungen hat, eben die Arbeit, die man ja nun mal vereinbart hat, mit seinem Arbeitgeber auch zu erfüllen. Ja, so ein bisschen zwischendurch habe ich schon erzählt, was wir machen. Also wir lernen das Unternehmen kennen, mit allem, was man so sehen kann, führen natürlich intensive Gespräche mit der Unternehmensführung, bilden einen Status quo der Mitarbeiterbindung ab, und legen dann gemeinsam mit dem Unternehmen unternehmerische persönliche Ziele, also beider eben auch fest, und nicht nur kurzfristige, wo soll die Reise hingehen? Also Stichwort irgendwo Vision, was erwarte ich, was will ich die nächsten Jahre oder 10 Jahre machen und was kann man eventuell anpacken? Wichtig sind dann eben persönliche Gespräche im Rahmen von Mitarbeiter-, Führungskräftebefragung und die Bewertung der Ergebnisse anschließend. Wir geben dann erste Handlungsempfehlungen und liefern Instrumente und so kommt man also immer mehr in den Dialog und überlegt gemeinsam, was die richtigen Schritte sind in so einem Unternehmen auch. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass wir in vielen Mandaten, wo wir jetzt tätig waren, immer wieder Anschlussaufträge bekommen haben, weil wir gesagt haben, wir haben irgendwelche Fässer aufgemacht und plötzlich gesagt, Mensch, über das Thema, da müssen wir uns einfach nochmal intensiver unterhalten. Und zum Teil geht das sogar auch unter weiterer Einbindung von Fördergeldern auch. Und so kommt man immer mehr in eine gemeinsame Zukunftsarbeit mit den Unternehmen auch. Und vor allen Dingen auch unter Einbindung sehr engagierter Mitarbeiter, auch aus unterschiedlichen Ebenen. Also nicht nur die Führungskräfte, sondern also auch wirklich Mitarbeiter, die zum Teil in Anführungsstrichen an der Front stehen. Die Berücksichtigung der Sinnhaftigkeit und finanziellen Machbarkeit ist natürlich ein Punkt, der wird auch bereits in den Zielen mit berücksichtigt, aber dass wir das immer im Blick haben, dass hier nichts aus dem Ruder gehen darf. Fördermittel, Herr Witt hat es auch gesagt, werden beantragt, die erleichtern viele Entscheidungen. Es geht hier nicht nur um die Beantragung von Fördermitteln für Beratungsunterstützung, die ja dann die Unternehmen sozusagen in die Lage versetzen, günstiger an Beratungsleistungen zu kommen, sondern es gibt ja nicht nur in Deutschland, in der EU gibt es eine riesige Vielfalt von Fördermitteln und auch da ist wichtig, immer den Blick vorher darauf zu werfen, um bei irgendwelchen Investitionen und Entscheidungen im Unternehmen rechtzeitig die Fördermittel zu beantragen. Nachhaltig werden die Unternehmen bei der Umsetzung dann begleitet, wenn also entsprechende Maßnahmen festgelegt sind, dass man dann eben auch sagt, komm, wir wollen gemeinsam diese Ziele erreichen und wollen den Projektplan wirklich umsetzen. Wer ist für was zuständig? Wie wird es kontrolliert? Und ist es auch nachhaltig? Ja, und dann zum Schluss, wenn dann also Maßnahmen gegriffen haben, wenn Unternehmen sich umstrukturiert haben, dass man dann eben auch so ein bisschen über den Teller blickend auch ruhig mal geht in Netzwerke. Das ist auch noch zum Ziel, letztlich auch über dieses Qualitätssiegel zu sagen, da wo Unternehmen tolle Ansätze haben, die sind durchaus auch in anderen Unternehmen, vielleicht einer ganz anderen Branche, also gar nicht Thema Wettbewerb, umsetzbar. Ein Koffer voller Instrumente zum Abschluss.
Ich hatte es kurz gesagt, ich will hier gar nicht da im Detail eingehen, das wird zu lange dauern. Also den Koffer, den habe ich hinter mir. Da sind immer so ein paar, ich zeige ihn einfach mal hoch hier, Symbole drin. Ich habe da so zwei, drei Mal rausgefischt. Ich zeige dir einfach mal in die Kamera. Also wer es lesen kann, stopp bitte nicht stören. Ich habe es jetzt bei mir nicht gemacht. Ich kann mich hier zu Hause drauf verlassen. Jeder weiß, dass ich hier oben alleine in meinem Büro sitze. Kommt keiner rein. Einmal ist es passiert, aber gut, das ist dann so. Aber wichtig ist eben, dass man hier eben, jetzt knallt die Tür, jetzt geht es doch gleich los, na gut. Dass man hier im Homeoffice eben dann wirklich auch seine abgeschlossenen Möglichkeiten hat zu arbeiten auch. Aber als Arbeitgeber, ich zeige mal hier auch hoch, als Symbol einfach ein Ohr. Das bedeutet, es darf ja nicht völlig verkümmern, dass man Arbeitgeber, Arbeitnehmer keinen Kontakt mehr miteinander hat, sondern dass auch das teilweise nicht gerade stark entwickelte Thema Zuhören in Unternehmen, dass das also nicht darunter leidet, dass man jetzt sogar noch ins Homeoffice geht und gar nicht mehr irgendwie sich austauscht, sondern das muss wirklich im Blick bleiben, denn das Allerwichtigste ist in einer Wechselbeziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer die gegenseitige Wertschätzung auch. Und dazu gehören so Dinge wie eben Zuhören, wie Loben auch, also auch in beide Richtungen, nicht? Dass man wirklich auch Feedback bekommt. Und von daher darf ein Homeoffice nicht dazu führen, dass diese Dinge einfach über Digitalisierung völlig verschwinden, dass wir alle sowieso schon zu menschlichen Robotern werden. Da wird noch einiges auf uns zukommen, aber das darf nicht also die Vorhut dazu sein. Ja. Fördermittel, Unternehmenswert Mensch, BAFA, Bundesamt für Ausfuhrkontrolle, wirtschaftliche Zusammenhalt heißt es, glaube ich. Also es gibt viele, viele Mittel, also jetzt im Bereich, wenn es jetzt um Beratungsunterstützung, wenn man reingehen will in Unternehmen und sich anders strukturieren will, sind das sehr sinnvolle Mittel auch. Und ganz kurz nochmal zu uns, wie wir nochmal zusammengefasst rangehen. Also wir versuchen unter dem Stichwort ganzheitlicher Blick beide Bereiche, eben das Thema Personalmanagement und betriebswirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen, ermitteln dann eben auch diese individuellen Mitarbeiterbedürfnisse und unter Einbindung solcher Experten wie Jörg Werner, der nachher noch kommt, geht man dann so in das Thema, gibt es da steuerliche kreative Lösungen auch, dass man Maßnahmen eben auch berücksichtigt, natürlich auch rechtliche Problematiken, wo wir dann eben in unserem Netzwerk eben auf entsprechende Partner zurückgreifen. Also und das ist ein Punkt, in dem wir als Unternehmen seit vielen Jahren hier von Segeberg aus aktiv sind und in Verbindung zum Beispiel jetzt mit der IHK haben wir diese Projekte, wir haben auch andere Projekte, wir gehen auch in den Bereich Führungskräftetraining und sind auch aktiv im Bereich Netzwerkmanagement, wenn es darum geht, so einen innovativen Bereich reinzugehen, wo es also auch letztlich auch um Fördergelder geht, aber auch um Entwicklung von neuen Technologien, wo wir uns eben mit einbringen, was so mehr so die kaufmännischen Aspekte angeht. Ja, das wäre jetzt so gerade so eben im Rahmen des Zeitkontingents von mir etwas so als Bindeglied zum nächsten fachlicheren Thema von Frau Ladwig. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gerne das nächste Mal auch persönlich, vielleicht irgendwann sogar mal wieder mit Handschlag. Dankeschön. Jetzt muss ich mich auch nochmal schnell hier sortieren und mal gucken, wo mein Button hier ist, damit ich auch was widersprechen kann. Heiko, danke für deinen Einblick in das Thema Mitarbeiterbindung. Insgesamt aber eben auch, wie das Thema Homeoffice und alles, was da drum gehört, wie das eben auch damit eingebunden wird, sei es eben Führung auf Distanz, sei es eben auch, wie kann ich helfen, meinen Arbeitnehmern helfen, dass sie eben nicht nur Home, sondern auch Office haben. Also das ist schon, das wird uns noch umtreiben. Ich merke auch als Fachkräfteberater, wir werden ja auch gefragt von der IHK, nach Ratschlag und wir leisten ja auch Beratung, wenn auch auf etwas anderem, eher, ich will nicht sagen niedrigen Niveau, aber etwas anders orientiert, eher so als Erstberatung. Wir merken auch, dass das Thema
ganz wichtig ist, dass da viele Fragen sind und dass das eben wirklich auch in so in das Thema Mitarbeiterbindung auch schlichtweg mit eingebunden werden muss. Danke für deinen Überblick dazu schon mal, Heiko. Ich darf das Wort quasi weiterreichen an Frau Professor Ludwig. Ich freue mich auf das, was Sie uns zu erzählen haben aus Sicht der Wissenschaft. Das wird bestimmt, also mir wird es bestimmt viele Aha-Erlebnisse bringen. Insofern freue ich mich auf Sie. Ja, vielen Dank, dass ich bei diesem spannenden Webinar dabei sein kann, weil Homeoffice ist tatsächlich eigentlich schon seit über 20 Jahren so mein Begleiter und ich habe das die ganze Entwicklung mitbekommen, auch was Sie da gesagt haben, die ganzen Vorbehalte von Unternehmen, geht nicht, können wir nicht, machen wir nicht. Natürlich gibt es Jobs, die kann man nicht, im Moment jedenfalls noch nicht, im Homeoffice machen, wie Busfahrer auf dem Markt Produkte anbieten. Aber wir haben immer neue Bereiche, in denen Homeoffice möglich ist. Und ich möchte von den vielen Aspekten, die bei Homeoffice wichtig sind, mich insbesondere auf das Selbstmanagement, die Teamarbeit und Remote Leadership konzentrieren, wie Sie auch, Herr Witt, schon angemerkt hatten. Ja. Warum ist das, Sie haben auch Kondratjew zitiert, warum müssen wir uns überhaupt mit neuen Arbeitskonzepten auseinandersetzen? Wir haben früher in einfacheren Welten gelebt, indem man einfach etwas erkannt hat, dann wurde es beurteilt und dann hat man es gelöst, also wie eine Matheaufgabe. Das ist das, was wir Studierenden auch versuchen beizubringen. Wir sind weitergegangen zu komplizierten Aspekten. Das heißt also, so ein A380, den kann man nicht mal eben aus der Lameng konstruieren, sondern da sind Fachexperten gefragt. Und auch dort muss es entsprechende Managementtechniken geben. Corona hat uns jetzt hier erwischt zwischen komplex und chaotisch. Das heißt, es ist ein unglaublich komplexer Vorgang auf der ganzen Welt, sich damit auseinanderzusetzen, was machen wir jetzt eigentlich mit diesem Virus. Und chaotisch, weil jede Regierung irgendwie anders reagiert, man nicht genau weiß, wo kommt es her. Also man kann sich nicht darauf vorbereiten. Man kann sich weder im Studium noch in seiner Lebenspraxis konnten wir uns darauf vorbereiten, was uns da blühte. Deswegen also auch wichtig für jeden Einzelnen, für jedes Unternehmen, sich dessen bewusst zu werden, wie kann ich mich als Unternehmen insgesamt, aber auch als Einzelperson trainieren, das wahrzunehmen, was für Umwelten mich umgeben. Und das sind ja alles gleichzeitig, ne? Also ich habe vielleicht einen Bereich in meinem Unternehmen, der ganz einfach strukturiert ist, aber gleichzeitig habe ich im Moment Corona und ich muss das alles parallel handeln. Gleichzeitig haben wir, und das finde ich einen sehr schönen Ansatz von Claire Graves aus den USA, die sich angeguckt hat, wie haben sich Unternehmen überhaupt entwickelt und hat hier eine, so eine Spiral-Dynamics, heißt das, entwickelt, die dann auch zum Beispiel bei Obama in der Politik eingesetzt wurde, um ihn zu beraten damals, um zu verstehen, dass unterschiedliche Unternehmen unterschiedliche Reifegrade haben. Schauen wir uns hier das rote System an. Das ist ein Autokratiesystem. Ne? Also früher absolutistischer Herrscher, heutzutage noch bei der Mafia zu finden. Dann haben wir das blaue. Das ist die klassische Organisation von Max Weber, so Bürokratie. Dann haben wir das, was große Konglomerate ausmacht, also internationale Konzerne, die also hybride Strukturen aufweisen. Grüne Aspekte sind dann wieder so personenzentriert zu sagen, so wir sind alle gleich und wir versuchen, und das machen ja viele NGOs, das in irgendeiner Weise auszutarieren. Darüber kann ich eine ganze Vorlesung halten. Ich will das jetzt nur ganz kurz ansprechen, weil es natürlich einen Unterschied macht, in welcher Reifegrad ein Unternehmen ist, um sich jetzt mit Homeoffice zu beschäftigen. Hier im gelben Bereich, da haben wir ganz viele Start-up-Unternehmen, Unternehmen, die schon agil arbeiten, die schon Homeoffice, da wird gar nicht drüber diskutiert, das ist einfach selbstverständlich. Ne? Und deswegen haben wir jetzt auch eine ganz gemischte Bandbreite von Unternehmen, die Probleme oder Herausforderungen haben, sich mit Homeoffice auseinanderzusetzen. Wer sich da gerne mal reinlesen möchte, kann ich nur empfehlen, von Lalou,
Reinventing Organizations. Der hat das Ganze sich mal angeschaut. Der ist McKinsey Unternehmensberater gewesen und wollte jetzt insbesondere diese gelben Unternehmensstrukturen sich mal anschauen. Ne? Also, dass man auch mit solchen agilen Strukturen Geld machen kann und auch am Markt überleben. Für Homeoffice und für Führung, mit dem ich mich jetzt beschäftigen will, bedeutet das natürlich ein ganz anderer Ansatz, als wenn ich sage, so, wir haben hier so eine blaue Firma, habe ich ja gerade auch in der Beratung, ne? Traditionelles Hamburger Unternehmen, dritte Generation, 1500 Mitarbeiter weltweit, da gab es den UKS, es gibt kein Homeoffice. Und bis vor kurzem mussten alle auch noch eine Krawatte rumlaufen. So, Corona hat das Ganze gecrashed, innerhalb von 2 Wochen haben sie es hingekriegt. Und jetzt geht es wieder hin und her, ja, eigentlich müssen wir jetzt ja uns öffnen. Das heißt, man diskutiert über eine Betriebsvereinbarung, dass sie wenigstens 4 Tage im Monat Homeoffice machen können. So, und die jungen Leute, ich habe ja die in meiner Vorlesung, die sagen, geht's noch? Also ich lasse mich doch hier nicht für dumm verkaufen. Wir haben jetzt mit all unserem Aufwand es geschafft, durch Corona im Homeoffice die Firma am Laufen zu lassen und jetzt wollt ihr das alles wieder zurückdrehen. Das geht so nicht. Das heißt, ich möchte insbesondere Arbeitsorganisation, Teamarbeit und Führung bearbeiten, Versicherungsfragen, steuerliche Berücksichtigung und auch noch O-Ton aus der Praxis werden meine Mitkollegen da noch referieren. Ja, und in Bezug auf Homeoffice ist es natürlich ganz wichtig und ich habe das auch bei meinen Studierenden gemerkt, Selbstmanagement fähig zu sein. Das haben Sie, Herr Witt, auch angemeldet. Das heißt ja nichts, ich darf jetzt im Homeoffice sein und ich komme damit gar nicht klar. Also meine Studierenden haben mir 50-50 und da war ich echt schockiert. 50% haben gesagt, das klappt bei mir gar nicht. Ne? Ich kann mich nicht strukturieren, ich kann mich nicht aufraffen, kontinuierlich was abzuarbeiten. Mir fehlt dieser regelmäßige Ablauf einer Uniwoche. Sie haben da echt drunter gelitten. Andere haben gesagt, perfekt. Ich möchte eigentlich nur noch online studieren. Das geht einfach klasse, weil ich einfach viel schneller, viel mehr Sachen erledige, als wenn ich immer hinfahren muss, mir das dann anhören, die langweiligen Vorlesungen der Professorinnen und Professoren und dann wieder nach Hause fahren. Also von daher ist das eine Sache, die man nicht einfach so schnipp machen kann, nach dem Motto, wir machen jetzt eine Betriebsvereinbarung und ihr dürft alle ins Homeoffice, sondern es gehört entsprechende Skills dazu, das im Selbstmanagement hinzubekommen. Eine Ebene komplexer ist dann die Teamarbeit, das heißt, die verschiedenen Formen der Kollaboration zu verstehen. Wie kommuniziere ich mit Leuten, die ich eben nicht physisch in einem Raum sehe? Das ist nicht so einfach, also das haben wir wahrscheinlich jetzt alle in diesen ganzen Wochen und Monaten festgestellt und es gibt auch ganz spannende Untersuchungen von Kollegen von mir, Psychologen, was das jetzt für Auswirkungen hat, wenn man sich nicht in einem Raum trifft, also mit allen Sinnen wahrnehmen kann, sondern eben nur über so ein Video, was das auch an fehlende, wie Sie gesagt haben, Händnissen an Bindung fehlt, dass man einfach diese Bindung anders aufbauen muss. Wie andere Punkte, wie Schnittstellenmanagement, wie übergebe ich die Sachen? Ich kann nicht mal, wie Sie auch sagten, Herr Witt, einmal über den Flur laufen und mit meinen Kollegen schwatzen. Da sind ganz andere Herausforderungen, die auf einen zukommen. Und last but not least, Remote Leadership, das heißt Führung auf Distanz, ist auch kein neues Thema. Das haben wir auch schon seit Jahren, Jahrzehnten in internationalen Konglomeraten, wo einfach die Führungskräfte irgendwo im Headquarter sitzen und die Mitarbeiter weltweit verstreut. Also das Thema haben wir schon länger, aber in dieser Heftigkeit und Plötzlichkeit haben wir es eben nicht. Und auch das können nicht alle Führungskräfte. Gerade wenn man ein Mindset hat, so ich muss meine Mitarbeiter kontrollieren und ich werde ganz nervös, wenn die nicht irgendwie am Flur da sind, dann funktioniert das eben auch nicht. Ich habe eine Kollegin, die eigentlich sehr, also eine Professorenkollegin, die ein großes Institut hat mit über 20 Leuten. Sie sagt, sie ist fast abgedreht, weil sie war nur noch in Webkonferenzen. Und das war viel anstrengender als vor Ort, weil der Abstimmungsbedarf einfach viel höher ist. Ne? Und wenn man aber dieses Mindset hat, ich muss eben die gleiche Intensität und auch zeitlichen Rahmen an Zeit mit meinen Mitarbeitern verbringen und dann eben online jetzt, dann funktioniert das auch nicht mehr.
Genau, und wie kontrolliere ich überhaupt? Wie bringe ich meine Anerkennung rüber? Wie merke ich überhaupt, dass es Konflikte gibt? Ne? Also wenn man zusammen in einem Raum sitzt, dann kann man das viel besser an den Gesichtern erkennen. Wir sind ja auch darauf geschult, solche Konflikte wahrzunehmen. Wenn wir uns nur noch online sehen, ist das eben schwieriger. Ja, und gucken wir uns mal ein paar Zahlen an. Also Corona hat insbesondere die Wissenschaft ganz wuselig gemacht, ne? Konnte man endlich mal wieder was Neues analysieren. Das ist jetzt vom Fraunhofer Institut, ganz aktuelle Umfrage vom Juli. Wie ist eigentlich hat sich die Zufriedenheit mit Homeoffice entwickelt im Laufe der Zeit? Wenn Sie das angucken, so das erste, ne? Der erste Absturz, da war, wenn wir mal schauen, das war so die 18. Kalenderwoche. Das war Ende April. Ne? Da ist man erstmal überhaupt so ins Laufen gekommen. Und das ist eigentlich ähnlich wie ein Auslandseinsatz, diese Kurve. Da geht es erstmal richtig steil runter. Aber das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie soll das alles funktionieren? Die gleiche Kurve haben wir auch, wenn man Leute ins Ausland sendet. Dann geht es wieder hoch. Man hat sich adjustiert. Und irgendwann geht es dann wieder runter. In diesem Fall war es nach Pfingsten, wo alle gesagt haben, so jetzt habe ich eigentlich keine Lust mehr. Ne? Wir sind stolz aufeinander, dass wir es jetzt so weit geschafft haben. Aber dann zeichnet sich auch ab, dass sich das länger hinzieht und dann geht die Motivation entsprechend auch nach unten. Und das, was wir jetzt in den Großstädten sehen, wie Stuttgart, Berlin, Hamburg, die Tumulte der Jugend, die sagen so, also das will ich einfach nicht mehr. Es gab aber auch sehr positive Aspekte im Homeoffice, das hat Statista herausgefunden. Der Arbeitsweg fällt weg. Und das, was Sie auch gesagt haben, ne? Ländliche Räume werden wieder interessanter. Ich kann meine Arbeitszeit freier gestalten. Ich kann mal eben in der Mittagspause eine Stunde joggen gehen oder Tennis spielen und dann eben abends anders arbeiten, weil ich auch gar nicht mehr diese langen Arbeitswege habe. Dresscode ist gerade für die junge Generation ein echtes Thema, auch ein Unternehmen abzuwählen. Und insgesamt auch weniger Stress. Dafür haben wir auf der anderen Seite Stress. Ne? Also nur weil wir im Homeoffice sind, heißt es nicht, dass wir jetzt total stressfrei leben, aber für viele war es auch wirklich eine Entschleunigung, wie wir hier unten sehen. 47%, das ist jetzt eine andere Studie, die ist jetzt aus dem neuesten Spiegel vom 5.9. Da haben 47% gesagt, ja, mein Alltag wurde einfach entschleunigt. Und es geht auch gerade so im Management darum, ne? Ich bin jetzt letzte Woche das erste Mal wieder geflogen, wie leer die Flughäfen sind. Ne? Das ist natürlich für die Flughafenbetreiber und die Airlines eine Katastrophe. Aber jetzt merken viele Menschengruppen, also ich schaffe das auch anders. Ich muss nicht zwei Drittel meiner Zeit im Flieger oder unterwegs sein. Auf der anderen Seite haben aber 26% auch gesagt, nö, also positive Erfahrungen hat mir Homeoffice nicht gegeben. Das heißt, man muss wirklich sehr differenziert gucken, was bringt Homeoffice dem Einzelnen und dem Unternehmen. Viele Unternehmen, wie Sie auch schon gesagt haben, planen wirklich Reduzierung ihrer Arbeitsbürofläche, weil das einfach ein Kostenfaktor ist. Deswegen würde ich ja persönlich jetzt auch nicht mehr in Büroimmobilien in Innenstädten investieren, sondern eher, wie Sie gesagt haben, so in Coworking Spaces. Ja, und einige haben lange aufgeschriebene Dinge erledigt. Also ich persönlich habe seit 20 Jahren das erste Mal die Zeit gehabt, meinen Keller auszumisten und alles einmal umgedreht. Es war wie Schatzsuche, was ich alles gefunden habe nach 20 Jahren. Das war enorm. Und wie viel Platz wir jetzt im Keller haben. Aber auch altersbedingt gibt es Unterschiede, wie toll Leute Homeoffice finden. Wenn wir uns die Jungen angucken, die fanden das mit am wenigsten klasse, im Homeoffice zu arbeiten, weil die vielleicht auch noch, also 46% sagten schlecht. Und wenn wir noch, das hat hier der TÜV Rheinland leider nicht mit ausgewiesen, was mit den Schülern und Schülerinnen sind. Also es ist in meiner Wahrnehmung, ich habe 5 Enkelkinder, sehr gemischt gelaufen, von total katastrophal bis, naja, geht so einigermaßen. Und das hat eben auch gezeigt, dass auch Schulen oder Universitäten auch im Bereich Digitalisierung noch die Hausarbeiten zu tun haben. Interessant finde ich hier die Generation 65+. Da würde ich mal sagen, da kommt das Ergebnis da zustande, dass die vielleicht gar nicht mehr im Office arbeiten. Deswegen haben die auch keine Probleme mit Homeoffice. Also man muss auch solche Statistiken immer kritisch sehen. So, was bedeutet denn Selbstmanagement im Homeoffice? Das heißt, ich muss selber wahrnehmen, was für eine Art von Struktur brauche ich, damit ich die Leistung bringen kann, damit ich wirklich, wie Sie gesagt haben, Herr Nissen,
meine Produktivität steigern kann, ne? Und nicht da hänge und dann ist schon wieder ein Tag vorbei und ich komme irgendwie nicht richtig zum Arbeiten oder ich schaffe einfach nur die Hälfte wie im Büro. Das heißt, die Selbstmotivation ist ganz, ganz wichtig. Die Disziplin, etwas, was die junge Generation also auch ganz neu erkennen muss, das ist etwas, was eben zum Selbstmanagement auch gehört. Sowie Zeitmanagement, Organisation, Struktur und Dokumentation in Evolution. Dass man sich also das alles selber macht, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie kann ich meine Arbeit strukturieren, dass ich die Ergebnisse schaffe. Im Grunde genommen lehren wir das schon im Studium, dass die Studierenden das alle können. Aber jetzt müssen auch die, die eben vielleicht schon lange aus dem Studium raus sind, sich selber damit beschäftigen und nicht einfach nur die Tools kennen. Auf die komme ich später noch. Bei Teamarbeit geht es darum, eben auch Spielregeln aufzustellen. Wann kann ich dich wo stören? Ne? Wer ist wann wie erreichbar? Wie verteilen wir die Aufgaben, die Termine, klare Zielabsprachen? Also es war in meiner Wahrnehmung so am Anfang so ein Schwimmen, bis man sich dann auf so einen Modus wie Wendy geeinigt hatte, mit der man dann auch gut die Prozesse abbilden konnte. Apropos Prozesse und der Running Gag bei uns in der Familie ist, wenn wir die Enkelkinder fragen, was wollt ihr später werden? Dann sagen sie, systemrelevant. Einfach zu sagen, wir werden viele Dinge vielleicht doch wieder in Deutschland produzieren. Nicht markt-, also weltmarktfähig, aber das ist in solchen Phasen dann auch egal. Aber man will einfach in gewissen Bereichen nicht mehr abhängig sein von Lieferketten, die zu fragil sind. Wichtig ist, dass man das lernt und auch übt, Working Out Loud zu machen. Das heißt, sich gemeinsam gegenseitig erklärt, und dazu sind so Ansätze wie Scrum ganz wichtig, was machen wir eigentlich? Weil wenn man sich nicht live irgendwo in einem Zimmer sieht, kann es sehr, sehr schnell zu noch mehr Kommunikationsmissverständnissen kommen, als es sowieso schon dazu kommen kann, wenn man in einem Team zusammenarbeitet. Das ist eigentlich meistens der größte Konfliktpunkt, dass man sich einfach missverstanden hat. Und wenn man nicht erklärt, was man gerade denkt, jemand anders kann in meinen Kopf nicht reingucken und man dann auch noch nicht mal vielleicht die Mimik richtig sieht durch diese Online-Tätigkeit, ist die Gefahr viel höher, dass es zu Missverständnissen kommt als in der Präsenz. Wichtig ist, dass man Tools einsetzt, die das gemeinsame Arbeiten erleichtern und zwischen den Generationen auch akzeptiert sind. Ne? Also wenn Sie Generation Y und Z haben, die arbeiten sowieso die ganze Zeit damit, aber jetzt müssen eben auch die älteren Semester ran und sich nochmal hinsetzen und das alles lernen. Wichtig ist auch eine kontinuierliche gemeinsame Reflexion über die Zusammenarbeit. Wie hat sich das jetzt entwickelt? Wie haben wir jetzt die letzten 4 Wochen, also wenn man da mal wieder Luft holt, wie haben wir die eigentlich überstanden? Dass man mal zurückgeht, selber überlegt, sagt, wo ist es gut gelaufen, wo nicht so gut und dann einfach miteinander das bespricht. Und in meiner Wahrnehmung ist es so, dass das auch eine wirkliche Chance ist, heutzutage solche Sachen anzusprechen, weil durch Corona ist die Toleranzschwelle meiner Wahrnehmung nach viel höher als sonst. Und man sagt, oh, der ist blöd, der hat ja wieder nicht geliefert und mit dem will ich nicht zusammenarbeiten. Weil heute einfach jeder weiß, also ich kann das vielleicht auch nicht so richtig. Und also ist meine Wahrnehmung, dass also auch bei uns an der Hochschule alle unglaublich nett und freundlich zueinander waren, sich gekümmert haben, hinterher telefoniert haben in einem Maß, das wir vorher so nicht hatten. Ob das jetzt nachhaltig ist, werden wir sehen, aber es war auf jeden Fall meiner Wahrnehmung ein schöner Teil von Corona. Ja, und inoffizielle Treffen muss man einfach arrangieren. Also das ist das, was auch die Studien sagen, dieses soziale Miteinander, sich wirklich sehen, einfach mal so quatschen, einfach auch mal so Ideen gemeinsam rumspinnen, das fehlt extrem. Und das führt auch zu Vereinsamung, das führt auch zu entsprechenden Problemen. Und da gibt es jetzt auch Ansätze, dass man sagt, so morgen um 10 Uhr machen wir ein Kaffeetreffen in der Kaffeeküche, aber jeder bei sich zu Hause. Aber dann wird einfach nur so gequatscht. Oder man macht Präsenztage jetzt und in Zukunft wirklich zur Netzwerkpflege, dass man sich Zeit füreinander nimmt, um die sozialen Kontakte wirklich einzuarbeiten und aufzubauen. Und insbesondere, wenn man Onboarding machen will, also neue Mitarbeiter reinbringen, das muss in meiner Meinung also wirklich in der Präsenz erfolgen. Das kann man nicht
kann man nicht online machen. Also ich hatte selbst den Fall, dass ich in Corona eine Mitarbeiterin eingestellt habe und wir konnten das alles nur, weil es im Lockdown war, alles online machen und die habe ich nach 1,5 Monaten wieder verloren. Sie hat mir nicht gesagt, woran es lag, aber es war meiner Meinung nach, wir konnten sie gar nicht richtig ins Team integrieren. Ne? Sie hat Arbeitsaufgaben gekriegt und so weiter, wir haben mit ihr gechattet, aber es war nicht diese persönliche Bindung. Ja, und deswegen muss man als Teammitglied und da kommen wir gleich auch als Führungskraft eben in der Lage sein, die eigene Wahrnehmung zu trainieren und die Stimmung und Konflikte, die jetzt online einfach nicht so deutlich zutage kommen, wie wenn man in einem Raum sitzt, die wahrzunehmen. So, und wie ist das Remote Leadership? Zunächst muss man als Führungskraft sich selber überlegen, was habe ich eigentlich für ein Führungsverständnis? Und dann ist noch das alte traditionelle, ich kontrolliere und ich muss meine Mitarbeiter immer um mich haben, sonst funktioniert das nicht, dann kriegt man echt Stress. Ja, und dann ist es auch eine Bedrohung. Und da gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten neue Ansätze und auch, ne, man muss eben gucken, je nach Reifegrad des Unternehmens, welcher Führungsansatz jetzt für dieses Unternehmen Sinn macht. Man kann also nicht von einer autoritären Führungskraft in die in zum Beispiel Servant Leadership oder transaktionale Führung gehen. Also da gibt es einfach verschiedene Abstufungen, aber man kann sich dahin entwickeln. Ne? Das ist auch dann für die Führungskräfte nicht so stressig, damit klarzukommen, indem sie das auch selber reflektieren. Man muss auch als Führungskraft seine eigenen digitalen Skills infrage stellen. Sich aus der Komfortzone befreien, sich mit Skills auseinanderzusetzen, mit denen man sich noch nie auseinandergesetzt hat, wie zum Beispiel ne, das, was wir heute machen hier mit Zoom. Teilweise muss man 3, 4, 5 solcher Skills drauf haben, um mit den ganzen Partnern arbeiten zu können. Und da empfiehlt sich Reverse Mentoring, das heißt, man nimmt sich eine junge IT-affine Person, männlich oder weiblichen Geschlechts, als Mentorin, die einem dann hilft. Ne? Weil ne, die sitzt daneben einem, erzählt einem alles. Aber das kann ich nur empfehlen, dass man sich in irgendwelche riesigen Schulungen reinsetzt, also als Top-Führungskraft zum Beispiel. Wichtig ist, dass man aber auch als Führungskraft Spielregeln aufstellt und sagt so, die und die Flexibilität, die habt ihr als Mitarbeiter, aber da sind auch die Grenzen. Da will ich das und das haben, damit unser Laden noch läuft. Und das eben auch offen kommunizieren, wie ich gesagt habe, working out loud. Und kurzfristig gerade Generation Y und Z, die wollen ständig ein Feedback haben. Also das ist das, womit sie sozusagen bezahlt werden können, dass sie Feedback bekommen und daraus dann sich weiterentwickeln. Das ist für die extrem wichtig. Und wenn sie dann, wenn man das als Führungskraft nicht wahrnimmt und auch nicht leistet, dann sind sie eben weg vom Fenster. Weil gerade diese Generation ist IT-affin, die können damit umgehen. Und die sind einfach nicht so laut, die fangen nicht irgendeinen Konflikt an, sondern sind einfach weg. Und deswegen auch seine eigene Wahrnehmung zu schärfen, dass man die Mitarbeiterbedürfnisse wahrnimmt, auch der unterschiedlichen Mitarbeitergruppen, die eben nicht mehr im Büro gegenüber sitzen. Und selber sich so und so viel Zeit pro Woche nimmt, ne, das ist wieder Selbstmanagement, mit den ganzen Tools einfach zu arbeiten. Und also man muss ja nicht alle gleichzeitig machen, aber sich ein, zwei Sachen, also Facebook ist schon out, sagen meine Studierenden, ne, Twitter ist nur durch Trump wieder hochgekommen, aber Instagram und Snapchat, dass man einfach mal damit rumspielt, dass man einfach überhaupt mitreden kann, wo sich die jungen Leute einfach tummeln. Jetzt im Homeoffice ist wichtig, entsprechende Webchats-Tools zu können und aber auch natürlich Tools, mit denen man Dateien teilen kann, Videos teilen kann, Nachrichten senden etc. Und einiges hat jeder von Ihnen sicher schon probiert, aber dass man sich einfach spielerisch noch ein, zwei andere jeden Monat vornimmt und damit mal probiert, und zur Not die Enkeltochter oder den Enkelsohn fragt oder eben entsprechende Mitarbeiter aus dieser Altersgruppe und sich dann einfach so peu à peu daran robbt. Nicht, dass das so passiert wie bei einer Kollegin, die ist jetzt in Rente gegangen und die saß weinend, hat sie mir erzählt, vor dem Laptop, weil sie das alles überfordert hat mit diesen Tools. Das heißt, Homeoffice ist Chance und Risiko in einem. Und es wird super spannend sein, je nach Reifegrad eines Unternehmens auch, wie reibungslos, das haben wir jetzt auch schon ein paar Monate ja geübt, dass in Zukunft weiterlaufen wird.
Und da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Witt. Also da wird sich sehr, sehr viel tun, was die Art der Zusammenarbeit angeht und auch die Art, wo und wie und wann wir miteinander kollaborieren. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Frau Ladwig. Das war, ich hatte schon wieder viele, viele Aha-Erlebnisse während Ihres Vortrags. Ich habe mir auch schon viel mitgeschrieben. Ich musste vorhin daran denken, als Sie sagten, naja, nicht alles lässt sich digitalisieren. Mein Kollege in Flensburg war lässt sich ins Homeoffice verlagern. Mein Kollege in Flensburg war letztens bei einem Restaurant, die sich auf den Weg gemacht haben, ihren Koch ins Homeoffice zu schicken. Was? Ihren Koch. Okay. Nicht zu 100%, aber wo der Inhaber einfach gesagt hat, ein Teil muss ja sowieso administrativ arbeiten, wenn er sich so die Karten für die nächste Zeit überlegt oder die Menüs oder so. Das muss er ja nicht in der Küche machen. Möglicherweise auch durch Verteilung von anderen Arbeiten, dass er tatsächlich bestimmte Küchenarbeiten eben doch nicht mehr als Chefkoch selbst macht, sondern vielleicht doch ein anderer Mitarbeiter, der dafür aber andere administrative Aufgaben übernimmt, die er dann aber auch wieder vom Homeoffice aus machen kann. Also wo man auch im ersten Augenblick denkt, Koch, Homeoffice, wie soll das gehen? Partiell geht das ihm häufig doch und das fand ich sehr überraschend. Ich habe mich auch tatsächlich im ersten Augenblick gewundert bei der Zufriedenheit dieser verschiedenen Generationen und wo dass die gerade so die 18- bis 29-Jährigen eher nicht damit zufrieden waren. Ich habe mich tatsächlich gefragt, woran das liegen könnte. Ob das möglicherweise digitale Erwartungen waren, die diese digitale Gesellschaft oder digitale Generation da schon mitgebracht hat, die dann aber nicht erfüllt wurden. Oder dass es vielleicht tatsächlich Soft Skills sind, die älteren Generationen durch ihre Berufserfahrung tatsächlich irgendwie dann doch schon haben, Thema Selbstorganisation, die jüngere Generation irgendwie noch nicht hat. Sehr, sehr spannend, wo ich mich auch gefragt habe, wo kommt das her? Das werde ich mit Sicherheit auch nochmal weiter beleuchten. Und wie Sie es gesagt haben, auch da hatte ich wieder wahnsinnig viele Aha-Erlebnisse, das soziale Miteinander. Ich habe letztens einen Artikel gelesen über Vereine, die Angst haben, tatsächlich jetzt auch ihr Vereinsleben wieder anzufahren, und die mit einer großen Austrittswelle rechnen, weil einfach dieser soziale Kontakt der Mitglieder untereinander abgerissen ist. Und im Gegensatz zu einer Arbeitswelt, wo ich im Zweifel immer noch einen Arbeitsvertrag habe, der meinen Mitarbeiter auch irgendwo noch an mich bindet, ist das im Vereinswesen, ist das Abstimmung mit den Füßen. Wenn die keine Lust mehr haben, dann gehen die weg. Und das ist, also das soziale Miteinander, wir sind irgendwo ein sozialer Mensch und das ist so die Herausforderung, wie wir dieses Soziale tatsächlich mit in die neue digitale Welt kriegen. Sehr spannend. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für Ihren Input. Ich bin schon glücklich. Das gibt mir die Möglichkeit oder die Gelegenheit, Herrn Drescher jetzt ins Boot zu holen. Ich gucke mal, ob ich nehme Sie mal hier raus, Frau Ladwig, und gebe Herrn Drescher quasi damit den Monitor frei, dass er uns jetzt mal so quasi aus der Lebenswirklichkeit so ein paar Beispiele auch zeigen kann und mal berichten kann, was ihm tatsächlich auch da so die ganze Zeit begegnet ist. Ja, erstmal schönen guten Abend in die Runde. Vielen Dank für die Gelegenheit. Mein Praxisbericht als Arbeitgeber, als Büroeinrichter und als Ansprechpartner für viele andere Unternehmer hier mit einzubringen mal zurückzuspiegeln, was denn die Statistiken, was denn die Realität auf der anderen Seite auch aus Arbeitgebersicht an der einen oder anderen Stelle denn doch für ein Versus bringen dazu. Warum habe ich das erste Blatt als weiße Blatt? Das war in der Vordiskussion ja schon zwischen uns. Da muss da wohl ein Fehler vorliegen. Nee, das soll eigentlich symbolisch dafür dastehen, wie es uns allen gegangen ist, als der Shutdown war und ein Großteil der mittelständischen Unternehmen sich überhaupt erstmals mit dem Thema Homeoffice auseinandersetzen mussten. Allen voran der ITler des Unternehmens, der dann den Kommentar kriegte, schick mal alles Homeoffice, mach das mal schnell. Und das mit unterschiedlicher Geschwindigkeit gelungen ist, das können wir als IT-Dienstleister sagen, weil wir haben im Grunde ab dem Moment, wo das sich andeutete,
in der letzten Woche davor nur noch geraucht an allen Ecken und Enden, weil natürlich jeder versuchte, irgendwie nochmal ein Notebook zu bekommen, irgendwie nochmal weiterzukommen und seine Infrastruktur Homeoffice-fähig zu machen. Deswegen wissen wir, es waren nicht alle Unternehmen in Schleswig-Holstein darauf vorbereitet und die IT-Unternehmen hatten durchaus zu tun und fielen nicht unter die, die in den ersten zwei Wochen in Kurzarbeit gehen mussten und darüber hinaus wahrscheinlich auch nicht. Ein Unternehmer und auch wir sind drei Geschäftsführer, mein Senior ist 77 Jahre, der ist, und das vermischt sich ja hier auch in der Diskussion, heute in Corona-Beginnzeiten ins Homeoffice geschickt worden von mir, weil ich gesagt habe, nee, das machen wir nicht, Risikogruppe. Und so ist es dann auch gegangen und vielleicht einen kleinen Schlenker zu der Statistik von eben, warum war 65 alles gut, für ihn war es eine Erfahrung der positiven Art. Er hat nämlich mit seinen 77 Jahren Teams gelernt, er hat FaceTime gelernt und ist also so auch aus dem Homeoffice heraus Teil des gesamten Teams gewesen. Und wenn Arbeitnehmer über 65 sind, haben sie in aller Regel irgendwie noch eine Funktion, die dann eben auch tatsächlich wichtig ist, mindestens wenn sie über 67 sind, die dann eben, wo sich entweder die Person oder alle anderen glauben, dass sie unverzichtbar sind. Und insofern kann das nur einen positiven Effekt am Ende des Ganzen haben. Vielleicht ist das ja der Grund, warum die Statistik in diese Richtung so ausschlägt. Vielleicht auch in die andere Richtung zur Anmerkung, warum die jungen Menschen vielleicht nicht so dafür sind. Sie haben ein hohes soziales Bindegefühl. Wir haben in Teilen eine sehr junge Mannschaft bei uns im Hause. Die haben sich alle gegenseitig als Menschen sehr stark vermisst. Also dieses, was sie auch das Umarmen und so weiter. Und das ist auch die erste Gruppe aus meiner Einschätzung, die inzwischen auch mal wieder diesen Corona-Check weglässt und dann doch sich umarmt, ob gewollt oder nicht von anderen Leuten. Also ich glaube, da fehlt so ein bisschen diese Nestwärme, obwohl man ja Facebook und alles hat und so. Aber dieses deswegen treffen sie sich auch heute auch alle auf irgendwelchen Straßen und öffentlichen Plätzen. Gut, also das war unser Blick in auf eine weiße Wand ganz am Anfang. Viele unserer Kunden und viele unserer Mitarbeiter eben genauso. Ich wollte sie heute weiß machen und nicht schwarz. Viele haben nämlich in der ersten Moment auch gesagt, das ist vielleicht ein ganz dunkles Loch, in das ich hier jetzt gerade gucke. Ja, dann gucke ich mal, ob ich auch die zweite Seite zum Start kriege hier. Genau. Ich verspreche, es ist die einzige Folie mit viel Text. Aber ich würde gerne auf einen Punkt aufmerksam machen. Und zwar haben am 10.8. dieses Jahres die Bundesschutzausschüsse des Bundesministeriums für Arbeit eine Klarstellung gegeben zu dem Thema, was ist eigentlich was? Insbesondere ganz interessant, wenn ich das nächste Mal wieder mit meiner Arbeitsmedizinerin rede, die nämlich beim letzten Mal gesagt hat, nee, Homeoffice und so, da müsst ihr hier WG-konform Arbeitsplatz und so weiter einrichten. Wir haben eine Unterscheidung. Ein mobiles Arbeiten ist im Grunde das, was Sie mit dem Notebook auf der Veranda machen können oder auch mit dem Smartphone. Sie sehen es selber auf Punkt 2, Verrichtung mobiler Arbeit werden elektronische und nicht elektronische Arbeitsmittel eingesetzt. Das darf man heute auch nicht vergessen. Das wäre auch nochmal ein Thema gleich zum Datenschutz. Ja, und Homeoffice ist eine Form des mobilen Arbeitens. Und da haben viele Arbeitgeber die Arme hochgerissen und sich gerade gefreut, weil das ist nicht gleichzusetzen mit der Telearbeit. Und Telearbeit ist diese Arbeit, die halt sehr WG-konform eingerichtet werden muss mit Licht, Schreibtisch, richtigen Drehstuhl und so weiter. Das unterscheidet man also. Das ist zumindest die Rechtsauffassung des Bundes der Büromöbelindustrie derzeit. Und auch vieler Leute, die sich mit diesem Thema derzeit beschäftigen. Also es wird hier explizit eine Unterscheidung vorgenommen. Was uns aber trotzdem als Arbeitgeber am Ende nicht schützt, dass man eine Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbeitern hat und nochmal einen klaren Blick dahin zu tun hat, was denn der ein oder andere macht. Aber das gilt ähnlich wie mit dem Notebook. Ja, wenn der mit 220 auf der Autobahn fährt, das Notebook auf dem Beifahrersitz hat und nebenbei versucht zu chatten, war das auch nicht der richtige Ansatz für mobiles Arbeiten. Gut, so viel zum Text. Selber lesen kann man den. Das war das erste Foto, was mich erreicht hat, eines Mitarbeiters. Ich habe mal alle meine Jungs und Mädels so gefragt und da kamen nachher auch so ein paar Kundenfotos dazu. Wie arbeitet ihr denn eigentlich in eurer Corona-Phase dann im Homeoffice? Und das ist halt wirklich ein Homeoffice in Corona-Zeiten.
Und da war ich noch ganz glücklich, das funktioniert ja einigermaßen. Und als alter Büroeinrichter würde ich dann sagen, das mit dem Licht zum Arbeitsplatz und so hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Aber das ist die Realität, die so ist. Und er hatte wenigstens eine gute Dreifachsteckdose und hat das dann zum Leben erweckt. Das zweite Foto dazu war das Bild seiner Katze. Aber ist ja nicht so schlimm. Das, was wir in aller Regel erfahren und gesehen haben, waren gerade diese Bilder, auch die haben mich von Kunden erreicht, das meist annektierteste Möbelstück innerhalb der Corona-Homeoffice-Phase, und das muss man nochmal unterscheiden zu dem sonstigen Homeoffice-Phase, war der Esstisch im Esszimmer. Ich kann so viel sagen, die Mitarbeiterin hat inzwischen einen eigenen Schreibtisch und sitzt tatsächlich im Homeoffice und arbeitet wirklich nicht mehr so. Ja, insofern gab es eben auch da relativ schnell auch diese Nachfragen. Das ist mein persönliches Highlight und das wird auch der eine oder andere sehen. Das ist die Form eines Stehsitzarbeitsplatzes. Also diese Mitarbeiterin hat sowohl diesen Arbeitsplatz als Sitzarbeitsplatz als auch Stehsitzarbeitsplatz genutzt. Das ist nicht meine Mitarbeiterin, das ist ein Kundenfoto. Und zwar ist es, wie gesagt, man packt ein paar Bücher drunter, packt dann einen Karton drunter und schon kann man eben so weitergehen. Sie merken, sehr improvisiert, und Sie merken, ist natürlich auch nicht das, was am Ende wir hier alle denn mal im Homeoffice wollen und so auch dann durchsetzen wollen. Ja, und dann kommt man zu dem nächsten Bild, und dieses nächste Bild ist das Bild eines tatsächlich eines Mitarbeiters, der tatsächlich auf Facebook, und da haben wir die Dinger gepostet, sehr viel dafür gehypt wurde, wie toll der Drehstuhl war. Den habe ich mal sauber ausgeblendet, weil der ist rein ergonomisch total nicht toll, der ist nur hübsch. Was dies hier eigentlich, wenn man hier mal genau hinguckt, stellt man fest, hier steht ein Notebook auf dem Tisch, und dieses Notebook hat einen sogenannten Dongle, der bei uns dafür sorgt, dass eben alle Daten darauf verschlüsselt sind. Und eingangs, ich glaube, Herr Witz, Sie hatten es gesagt, müssen wir uns auf das Thema Datenschutz und Datensicherheit auch damit auseinandersetzen, Datenschutz, Datensicherheit damit auseinandersetzen. Was viele allerdings in dieser Prozesskette vergessen, heute auch im Homeoffice und bei Homeoffice-Gestaltung ist das und Homeoffice-Umsetzung, dass es nicht nur Daten sind, die sie in digitaler Form kriegen, denn viele Unternehmen sind noch nicht komplett digital durchstrukturiert, sondern da gibt es noch so etwas wie Handakten. Und dann hat man Vorgänge und die sind teilweise mit sehr hohen Personaldaten und sehr hohen vielleicht auch Patientendaten versehen. Wenn ich dann mal so eben meine Kollegin nach Hause schickt mit irgendwelchen Gesundheitsdaten drauf, ist das vielleicht auch nicht so der Weg. Und da gilt es auch, eine Datensicherung konformes Verhalten zu Hause zur Verfügung zu stellen. Ist ja blöd, wenn dann der Dreijährige irgendwann damit auf die Straße rennt, ich habe was gefunden, ist vielleicht nicht der richtige Ansatz. Also auch das ist ein Teil dessen, womit man sich in einer Organisation eines Homeoffice eigentlich auseinandersetzen muss für die Zukunft. Neben der kompletten digitalen Infrastruktur mit der entsprechenden Datensicherheit. Der erste Teil, da denken viele dran, haben aber auch nicht alle dran gedacht. Aber der zweite Teil ist einer, den man gerne mal vergisst. Ein wichtiges Thema, Sie sprachen es mehrfach schon an, ist das Thema Organisation und Organisationsstruktur der zwischenmenschlichen Art, aber auch der eigenen Arbeitsweise. Sie alle von Ihnen haben das erkannt und werden das auch sicherlich kennen. Der ein oder andere hat das Problem, anzufangen zu arbeiten. Der nächste hat das Problem, aufzuhören zu arbeiten. Das heißt, ich war in ein paar Prozessen, weil die relativ komplex waren, in den ganzen Mail-Verläufen oder Chat-Verläufen oder Teams-Verläufen immer auch drin. Und da gab es eben tatsächlich die Kategorie Kollegen, die dann sich gegen 10 Uhr mit Moin meldeten. Und welche, die um 23.30 Uhr noch irgendwelche E-Mails an Kunden schickten und ich aber wusste, dass sie schon um 8 Uhr da waren. Das heißt, dieses Selbstverständnis, auf sich aufzupassen, ist eine klare Führungsaufgabe und da muss man sehr gut nachsteuern. Ich mache mir da tatsächlich eher mal Sorgen um die zu viel arbeiten, als die um zu wenig arbeiten. Das regelt sich im Team meist irgendwann auch von alleine mit ein bisschen Steuerung. Ja, Erreichbarkeit der Worktimes ist auch noch ein zweites Thema.
was sehr wichtig ist. Wir haben einige Kunden und auch in meinem privaten Bereich gab es den einen oder anderen, der auch dieses ganze Thema ad hoc Homeoffice umsetzen musste, ohne alle Mitarbeiter komplett mit Regeln zu versehen. Das Ergebnis war, dass eine ganze Reihe Vertriebler um 15 Uhr nachmittags die ganzen Aufträge reingeschubst hat und die allerdings nächsten Tag geliefert werden sollten und dann das Lager auseinandergeknallt ist, weil man nicht mehr rechtzeitig die Sendung rausbekommen hat. Also zwischen 12 und 15 Uhr war aber null Korrespondenz bei den Vertriebsmitarbeitern, die im Homeoffice waren. Sprich, die haben Pause gemacht. Das muss man steuern und muss man natürlich kontrollieren, weil sie im Zweifelsfall einen ganz anderen Prozess, der im Hintergrund läuft, damit ausbremsen. Zu beachten in dem Fall ist auch ein anderes, und zwar, wenn man das jetzt umsetzt, und bei uns ist es so gegangen, dass wir halt nach diesem ersten Corona-Schock uns mal neben den 5 Leuten, die wir schon im Homeoffice hatten, uns nachhaltig jetzt damit auseinandergesetzt haben, für wen ist es eigentlich sinnvoll? Für wen ist es als Mensch sinnvoll? Für wen ist es aus seinen Zeitbegrifflichkeiten sinnvoll, als Teilzeit als Thema? Aber für wen ist es auch sinnvoll, aus Gründen dessen, dass sie zum Beispiel sagen, ja, ich kann Projekte zu Hause besser in Ruhe bearbeiten. Also da war es dann klar, das gibt hier den einen oder anderen Kollegen, der braucht das, der muss aber auch in der Firma arbeiten. Und dann muss man eben auch einen Blick als Unternehmensvertreter darauf richten, zu sagen, okay, ich baue hier doppelte Strukturen auf. Wenn ich das richtig machen will, dann reicht ein Notebook zu Hause nicht. Dann brauche ich entsprechend PCs. Im Zweifelsfalle kann ich über einen Citrix-Client halt reingehen, habe den aber auch dann nochmal in der Firma, weil jeden Tag unter den Arm nehmen werde ich will wohl nicht, wenn ich ins Homeoffice gehe. Ich muss mir über das richtige Headset Gedanken machen, muss ich in der Firma ein zweites Headset haben. Das heißt, ich baue auch zusätzliche Kosten für diese Situation auf. Ganz davon abgesehen, das wurde ja vorhin auch schon angesprochen, ich muss mir auch ganz bewusst einen Gedanken machen, und das ist ein wirklicher Prozess, der auch tatsächlich viel Geld sparen kann, aber auch viel Unmut schaffen kann, wie ich mit Büroflächen und Büroflächennutzung umgehe. Sie haben natürlich eine Reduzierung der Bürofläche, aber für nicht wenige Menschen ist der eigene Arbeitsplatz ein Altar. Das heißt, dieses moderne Desk-Sharing, was man aus den Metropolen eben auch kennt, trifft auf versus, ich habe da mein Monchichi auf dem Schreibtisch stehen und ich verlasse hier jetzt eigentlich im Grunde mein räumliches Heiligtum in der Firma. Für die ist ein Arbeitsplatz auch ein Arbeitsplatz, hängt. Und das ist völlig unabhängig vom Alter. Das hat tatsächlich etwas mit einer persönlichen Einstellung zur Arbeit und zur Firma zu tun. Sprich, da sind viele soziale Aspekte auch zu berücksichtigen, neben dem, ich kann einfach durch Homeoffice eine Flächenoptimierung von so und so viel Prozent herstellen, die dann am Ende des Tages mir vielleicht einen Büroraum oder ein Bürogebäude ersparen. By the way, Corona-Zeiten hat dazu geführt, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Projekte, mit denen wir zu tun haben, die gerade in Vermietungsverhandlungen waren, gestoppt wurde, weil die Unternehmer geprüft haben, ob das funktioniert, dieses Homeoffice, und die dabei geprüft haben, ob sie das Mietverhältnis überhaupt nicht in Anspruch nehmen. Also sprich, da ist schon auch etwas im Gange und in Bewegung im Hintergrund, was ein bisschen stärker oder deutliche Auswirkungen haben wird, auch auf uns als Büromöbel-Einrichter. Das war das, was wir uns doch alle vorgestellt haben vom Homeoffice, oder? So sollte es doch sein. Also sprich, wir liegen auf der Gartenliege, haben ein Notebook oben drauf. Vielleicht bringt noch irgendwie Junior, wenn er nicht Homeschooling machen muss, uns eine kalte Cola und dann ist auch alles gut. Die Realität ist, glaube ich, ein Stück weit anders. Und bei all dem, was wir heute an Statistiken zurückbekommen und rückgemeldet kriegen, bin ich immer so der Warner in der Truppe, weil ich nämlich sage, alles das, was wir an positiven Effekten und Argumentationsketten zu Homeoffice haben oder auch negativen Ausschlägen haben, ist aktuell immer noch getriggert unter diesem Corona-Gedanken. Also auch so das, was wir hören, ich habe mehr Zeit, zu Hause was fertig zu machen und so weiter, hat am Ende eben aber auch die Situation, dass ich vielleicht in Teilen gar nicht ausgelastet war und deswegen in Teilen in Kurzarbeit war. Also viele hatten ja Kurzarbeit und Homeoffice in der Kombination. Und wir müssen an einem Punkt ankommen, wo sich das trennt, wo man mal wirklich
mit einem höheren Maß am Homeoffice auch einen wirklichen Erfahrungsschatz ohne diesen Corona-Aspekt dabei hat, um wirklich einen genauen View darauf zu haben. Der Traum, noch ein zweites Bild dazu, der Traum wäre auf diesem Sessel gewesen und ich hätte mir das Ganze in Ruhe angeguckt. Die Realität ist, das habe ich zumindest kürzlich dem Radio entnehmen dürfen, ist, dass die Anzahl der Fälle bei dem Orthopäden höher werden, weil die Leute den Küchenarbeitsstuhl genommen haben, weil die Leute, wie Sie vorhin schon sagten, am Küchentisch gesessen haben und dann auf das Notebook runtergeguckt haben. Vielleicht war es noch ein Netbook, was noch ein bisschen kleiner sogar war. Dann kriegt der Mann inzwischen die Körperhaltung seines eigenen Sohnes mit zusammengeschränkten Armen, um dann überhaupt den ganzen Tag darauf arbeiten zu können. Und ja, wir haben versucht, von unserer Seite aus ein klein wenig dagegen zu wirken. Und deswegen mache ich mal ganz komplett laut. Wir haben nämlich auf Facebook unseren Kunden zumindest gesagt, bewegt euch. Und das wollte ich gerade kurz mal alles gut. Das wollte ich kurz mal vorführen. Denn, wo ist er? Da kommt er, der Kollege. Ja, das war so das, was wir versucht haben, unseren Kunden oder über Facebook ein Stück weit und auch unseren Mitarbeitern ein Stück weit näher zu bringen. Das haben wir auch tatsächlich im Intranet bei uns dann veröffentlicht. Tut was für euren Körper. Und denn wenn ihr nicht die komplett beste Technik habt, müsst ihr im Zweifelsfalle auch mal was anderes machen, nämlich euch sportlich betätigen. Und nicht jeder tut das, wenn man ganz ehrlich ist. Ein paar kleine Anmerkungen. Die eine Anmerkung ist, und das ist deswegen auch aus meiner Sicht ein bisschen Statistik verfälschen, neben Homeoffice kam Homeschooling und kam Haushalt. Und das ist keine gerechte Betrachtungsweise für eine wirkliche Homeoffice-Situation, wie wir sie dann eigentlich im Normalfall haben sollten. Und für mich galt immer, für viele, die haben es mir auch hinterher gesagt, die dann heute auch wieder bei uns im Büro sind und sagen, tut mir einen Gefallen, ich liebe mein Team, aber nicht das Teams. Und insofern hätte ich gerne bitte wieder meinen Arbeitsplatz hier im Büro. Und man wolle sich nicht wundern, es sind durchaus ganz viele Junge dabei. Während ich tatsächlich im mittleren und gehobenen Alter den einen oder anderen habe, und das sind dann auch zum Teil eben auch Teilzeitkräfte, die gesagt haben, zu Hause ist es toll, da bleibe ich jetzt. Und ja, das Letzte, und das leitet, glaube ich, ganz gut über zu meinem Kollegen, der jetzt nach mir ein paar Worte richtet, Herr Werner. Wir haben ja alle diese Situation, dass wir eigentlich jetzt ein Homeoffice, und das passiert uns ja auch, gefragt werden, wie mache ich das denn? Ich will jetzt zu Hause weiterarbeiten. Und was macht ihr denn? Stellt ihr mir einen Rechner hin? Das machen wir natürlich. Stellt ihr mir denn hier einen Schreibtisch hin? Ich hätte gern Höhenverstellbaren zum Thema Wunschliste. Ich hätte gern das richtige Licht und ich hätte am Ende gern auch den richtigen Drehstuhl. Das Ganze ist ein Invest. Und dieses ganze Invest ist halt eben auch die Frage, ob sich das ein Arbeitgeber, ein mittelständischer Arbeitgeber, immer an jeder Stelle leisten kann und leisten will. Oder ob er das nicht vielleicht über so einen Weg, wie wir es hier zum Beispiel aktuell machen, 1.500 Euro wird ja gerade als Sonderzahlung dazugegeben, ob ein Mitarbeiter das nicht als Benefit kriegt, sondern es ist halt sein Drehstuhl und nicht der Drehstuhl der Firma, dann muss ich mich auch nicht drum kümmern, wenn er mal irgendwie was hat und ich die Polster reinigen muss, dann kann er das dann selber. Ja, damit bin ich durch. Ich habe es versucht, schnell zu machen. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin zügig bei der Nummer und sage vielen Dank an der Stelle und freue mich auf Herrn Werner.
Danke erstmal von mir, Herr Drescher. Sehr, sehr spannend, auch die Bilder zu sehen, mal so den Blick in die anderen Zimmer. Das war ja überhaupt bei den Videokonferenzen auch immer sehr spannend, dass man plötzlich dann die Kollegen, die man sonst immer nur so im Büro traf, dann plötzlich so im heimischen Wohnzimmer auch antraf und dann bei den Videokonferenzen plötzlich die dingelnde Uhr an der Wand dazwischen kam. Waren auch immer sehr spannende Phänomene. Ich habe einen Haufen Familienmitglieder. Ja, das ging ja teilweise auch viral, dass dann irgendwelche kleinen Kinder dann die Konferenzen stürmten. Das Video, ich habe hier Ihre Präsentation. Ich wollte diese Präsentation sowieso zu verschicken. Ich gucke mal, ich werde einen Weg finden, dass ich das Video auch auf irgendeine Art und Weise mit verschicke, wenn Sie das erlauben. Es ist wirklich so ein bisschen Bewegung zwischendurch, tut wirklich gut. Ja, es gibt tatsächlich von ihm also ein Video, was wir auf Facebook haben, das haben wir unsere Kunden in die Verzweiflung getrieben. Da hat er nämlich gesagt, heute haben wir eine Challenge, wir bewegen ein Glas Wasser einmal so und stellen das wieder auf. Nicht über die Tastatur war seine Ansage. Da gab es schon den einen oder anderen, der mich angerufen hat. Ich soll mal eine neue Tastatur liefern. Und eine Sache fiel mir auch noch ein, und da möchte ich Heiko Nissen an der Stelle mal zitieren, weil Sie sagten, Wunschzettel. Von Heiko kam der Spruch, Wunschzettel ist kein Bestellzettel. Und Wünsche aufnehmen und darüber nachdenken, ja, aber nur weil es die Mitarbeiter wünschen, heißt es nicht, dass sie das auch so zu 100% bekommen. Das lässt sich auch gar nicht machen. Aber es ist, wie Sie es richtig gesagt haben, es ist die perfekte Überleitung zu Jörg Werner, der jetzt nochmal so ein bisschen den finanziellen Teil, den steuerlichen Teil betrachtet. Ich mag die Steuerwelt. Da gibt es ganz spannende Geschichten rund um Steuern. Ja, Sie helfen. Es ist immer schön, wenn Sie eine gute Nachricht anderen bringen, wenn Sie in die Zahlen reingeguckt haben. Danke auf jeden Fall erstmal an Sie, Herr Drescher, für Ihren Input. Und ich gebe weiter an Jörg Werner. Bin ich zu hören? Ja, bist du. Ja, wunderbar. Ja, guten Abend. Schön, dass Sie alle so noch dabei sind und so lange durchgehalten haben. Ich bin natürlich von den WIT beauftragt worden, als letzter Referent ein paar Geschenke zu verteilen. Das mache ich natürlich in Form von Steuervorteilen, die auch ganz üppig sein können. Ich habe meinen kurzen Vortrag wie folgt gegliedert. Es geht natürlich um den Klassiker, das ist das häusliche Arbeitszimmer. Da geht es um, wann kann man es geltend machen, in welcher Höhe gelten Arbeitsmittel dazu, muss das der Mittelpunkt der betrieblichen Tätigkeit sein. So, dann nochmal der Telearbeitsplatz, das hat Jan Drescher schon einmal kurz erwähnt, was ist das eigentlich? Schlussendlich Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Sie wissen ja, dass Sie als Arbeitnehmer die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte geltend machen können mit 30 Cent. Wie ist das denn jetzt, wenn man im Homeoffice ist? Schlussendlich, damit ich meine Viertelstunde vollkriege, nochmal einen Exkurs. Da geht es nochmal um besondere Zahlungen, die geleistet werden können, die aus meiner Erfahrung noch nicht so in Anspruch genommen werden. Das wundert mich ein bisschen. Dann lassen Sie mich kurz mit dem häuslichen Arbeitszimmer starten. Das sagt der Begriff eigentlich schon, häusliches Arbeitszimmer. Was heißt das? Also es muss im Haus sein, Carport funktioniert nicht, Sauna wird auch schwierig. Es muss sich also im Haus befinden und es muss ein Zimmer sein. Diese berühmte Arbeitsecke, das wird nicht funktionieren. Also es soll schon ein geschlossener Raum sein. Sonst wird das Finanzamt Ihnen dort kein Arbeitszimmer gewähren. Man unterscheidet bei den Kosten einmal so, welche Kosten sind denn das? Das sind im Wesentlichen die Kosten, die Sie an Miete haben, Mietnebenkosten. Sollten Sie Ihr Arbeitszimmer im selbstgenutzten Einfamilienhaus haben, kommen natürlich auch Zinsen und eigentlich alle Aufwendungen, die Sie für das Haus ausgeben, immer bezogen
auf das Arbeitszimmer. Also haben Sie als Beispiel 100 Quadratmeter Wohnfläche, das Arbeitszimmer beträgt 15 Quadratmeter, können Sie von allen Kosten 15% geltend machen. Aber mit einer kleinen Einschränkung, wenn dieses Arbeitszimmer nicht der Mittelpunkt Ihrer betrieblichen Tätigkeit ist und Ihnen ein anderer Arbeitsplatz angeboten wird beim Arbeitgeber, dann sind diese Kosten für Miete und Zinsen auf 1.250 Euro gedeckelt. Aber selbstverständlich, das weiß ich von meiner Bankerin, die war im Vierteljahr jetzt im Homeoffice ausschließlich, dann ist das für diese Zeit natürlich ihr Mittelpunkt ihrer betrieblichen Tätigkeit, sodass diese Deckelung von 1.250 Euro gar nicht zum Zuge kommt. Es kann also sein, dass Sie jetzt sagen, ich war jetzt von März bis Juni war ich ausschließlich im Homeoffice, dann geht die Deckelung dafür nicht. Wenn Sie so dann danach 2 Tage im Homeoffice sind und 3 Tage wieder in der Bank sind oder bei Ihrer regelmäßigen Arbeitsstätte, dann können Sie für die Zeit der 3 Monate die Kosten unbegrenzt geltend machen und die 1.250 Euro dann trotzdem noch für den Zeitraum, in dem Sie nur 2 Tage zu Hause waren oder eben und dann 3 Tage im Büro. Die Deckelung gilt nicht für sogenannte Arbeitsmittel, Büroeinrichtungen, Büromaterial. Wenn Sie also zum Beispiel sagen, ich habe meinen PC angeschafft, ich habe mir eine besondere Büroleuchte oder einen Schreibtisch angeschafft oder ich als Steuerberater sage, ich kann am besten mir steuerliche Gestaltung überlegen, wenn ich in der Hollywood-Schaukel im Arbeitszimmer sitze, dann können Sie das neben den Kosten geltend machen. Ist also gar kein Problem. Was passiert, wenn Ihnen der Arbeitgeber einen Bürokostenzuschuss zahlt zu Ihrem Homeoffice? Dann ist das leider steuerpflichtiger Arbeitslohn. Das ist so. Zweitens, ja, kann ich dann auch vielleicht während der Zeit, in der ich zu Hause bin, mein Arbeitszimmer an den Arbeitgeber vermieten? Ja, das können Sie auch, aber dann erzielen Sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Ist natürlich nicht so schön. Kurz, Telearbeitsplatz, was ist das? Das ist keine Erfindung der Teletubbies. Jan Dreschel hat ja kurz darüber schon berichtet. Das sind die Homies for all the time. Etwas bleich im Gesicht wie ich und der Weg zum Kühlschrank ist ziemlich ein ausgetretener Pfad. Das ist nämlich, sind die Leute, für die der Arbeitgeber einen festen Arbeitsplatz eingerichtet hat und die ausschließlich an einem Telearbeitsplatz arbeiten. Was ist dabei zu beachten? Wenn die Gegenstände, PC, Bürotisch, Lampe, wenn die im Eigentum des Arbeitgebers verbleiben, dann ist das für den Arbeitnehmer kein Sachbezug, weil der Arbeitgeber es bezahlt hat. Wenn der Arbeitgeber sagt, Arbeitnehmer, ich übereigne dir diese Gegenstände, dann ist das mit einer pauschalen Lohnsteuer von 25% zu versteuern. Zuschuss zum Internet, Anschluss, Stromkosten, die dann erstattet werden, die sind steuerfrei. Telefonkosten und privates Handy ist auch steuerfrei, bis zu 20%, maximal 20 Euro pro Monat. Wenn das darüber hinausgeht, dann verlangt das Finanzamt einen 3-Monats-Nachweis und dann kann man eben die höheren Kosten für Handy- und Telefonkosten auch nochmal separat geltend machen. Wenn Sie im Homeoffice sind, fahren Sie eben nicht zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, sondern Sie fahren ja nicht zur Arbeit. Das heißt, Sie können in der Zeit keine Kosten geltend machen für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Das ist in dem Bereich nicht zulässig. Schlussendlich, dann bin ich auch schon fast am Ende meines Vortrages über die steuerlichen Möglichkeiten geltend machen eines Homeoffice. Nochmal ein Exkurs. Ich werde von vielen Arbeitgebern und auch von Arbeitnehmern oft angesprochen, hier in der steuerlichen Beratung. Was hat es denn mit dieser Corona-Beihilfe in Höhe von 1.500 Euro auf sich? Da sagte ich schon eingangs, das wird relativ selten genutzt, was mich eigentlich wundert. Ich weiß nicht, ob die Arbeitgeber das nicht richtig wollen oder die Arbeitnehmer nicht richtig Fragen. Das wollte ich das hier noch einmal im Grunde noch mal explizit darstellen, weil natürlich können Sie als Arbeitnehmer Ihren Arbeitgeber darauf ansprechen oder der Arbeitgeber kann eben sagen, naja, Sie haben ja eben gemerkt, so die steuerlichen Geldmachen von Kosten für Arbeitszimmer sind ja doch nicht so üppig. Das liegt auch daran, weil das gerade auch aus der Gesetzgebung vielleicht relativ neu ist mit dem Homearbeitsplatz. Das gab es eigentlich immer schon ein bisschen, aber jetzt durch die Corona-Krise ist das natürlich erst im Grunde bekannter geworden, sodass man davon ausgehen kann,
kann, dass zum Beispiel die Begrenzungen von 1250 Euro demnächst erhöht werden. Aber das ist immer noch nicht so üppig, finde ich. Aber Sie können eben jetzt als Arbeitgeber, können Sie eben Ihren Arbeitnehmern diese Corona-Beihilfe zahlen, zusätzlich zum geschuldeten Gehalt in der Zeit vom 1.3.2020 bis zum 31.12.2020. Was viele auch nicht wissen, das geht auch für Teilzeitbeschäftige. Es geht auch für Minijobber, das heißt der Arbeitnehmer, der seinen normalen Job macht bei der Bank und abends an der Lohmühle bei McDonald's im Fenster sitzt und noch dort Chicken McNuggets mit dieser Dose verkauft, der kann auch noch 1.500 Euro zusätzlich steuerfrei von seinem Arbeitgeber erhalten. Aber nur im Zeitraum 1.3.2020 bis 31.12. Das gilt pro Arbeitsverhältnis. Es gilt auch für Geschäftsführer, Gesellschafter. Und es geht auch mit Arbeitsverträgen mit nahen Angehörigen, sprich Ehefrau und Kinder. So wie ich finde, eine tolle Geschichte, sollte man in Anspruch nehmen und gleicht auch so ein bisschen, sag mal, die Belastung aus der Corona-Zeit, die der Arbeitnehmer auch psychisch möglicherweise haben, weil sie eben oft zu Hause sind und wenig soziale Kontakte haben, gleicht das eigentlich aus. Ich werde oft gefragt, das heißt ja eigentlich nur für besondere Leistungen während der Corona-Zeit. Nach meinen Erfahrungen und auch Telefonaten mit der Finanzverwaltung und auch in Literatur werden da nicht so hohe Anforderungen gestellt, wie man vermuten könnte. Also das sollten Sie durchaus in Anspruch nehmen. Arbeitnehmer, sprechen Sie Ihre Arbeitgeber an und Arbeitgeber sollten mal überlegen, ob das nicht so für die schweren Zeiten ein schöner Ausgleich war. Sie merken, ich bin da ziemlich schnell durchgeritten. Das ist auch der Umstand geschuldet, dass wir jetzt schon nahezu 2 Stunden hier dabei sind. Und ja, das kann ich Ihnen eigentlich nur ganz kurz ans Herz gelegt haben, dass das so die Möglichkeiten sind, die im Rahmen des Homeoffice steuerlich zurzeit geltend zu machen sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Uli, du musst deinen Ton anstellen. Bin ich noch drauf? Nee, ich hatte meinen Ton ausgestellt und vergessen, ihn einzuschalten. Danke für den Hinweis, Heiko. Danke erstmal, Herr Werner, für den Input. Auch wenn wir schon recht fortgeschrittener Zeit sind, ich will es auch gar nicht so lange mehr aufhalten. Auf jeden Fall, das nehme ich mir mal als Steuersparmodell mit. Ich stelle mir eine Hollywood-Schaukel in mein Arbeitszimmer. mit ein paar Sachen schoss mir auch da wieder durch den Kopf. Tatsächlich ist es so, dass bei dem Arbeitszimmer die Finanzämter tatsächlich Wand und Tür verlangen. Also der Vorhang reicht tatsächlich nicht. Und wenn man das mal jetzt in Verbindung setzt mit dem, was wir schon gesagt haben, wo die Leute, die auf der Suche nach einer Mietwohnung waren, früher nach einer Dreizimmerwohnung gesucht haben, werden die zukünftig nach einer Vierzimmerwohnung suchen, weil die einfach von Anfang an sagen, okay, ich brauche ein Arbeitszimmer. Und wenn das nicht räumlich getrennt ist, dann wird das im Zweifel auch nicht anerkannt. Das heißt, allein da wird sich der Markt auch schon wieder verschieben durch die Technik. Also wenn man da einmal anfängt, drüber nachzudenken, dann ist es tatsächlich, dann merkt man einfach, wie viel da in Bewegung kommen wird. Ich denke, da wird sich auch rechtlich noch einiges tun, möglicherweise, ohne jetzt zu optimistisch zu sein, aber vielleicht kriegen wir ja doch noch andere Formen der räumlichen Trennung. Gucken wir mal. Auf jeden Fall danke erstmal, Herr Werner, für den Input. Wir sind tatsächlich noch ein paar Zuschauer da und ich würde jetzt tatsächlich auch den Kreis öffnen wollen, falls jemand noch berichten wollte oder berichten möchte aus seinen Erfahrungen, vielleicht auch was so seine Mitarbeiterschaft zurückgespiegelt hat, würde ich mich durchaus freuen, da den ein oder anderen Input noch zu bekommen. Heben Sie die Hand, geben Sie auch gerne im Chat etwas von sich. Wir wollen den Kreis an dieser Stelle einmal öffnen. Ansonsten frage ich auch nochmal in die Runde,
Ist vielleicht den Referenten noch die ein oder andere Idee gekommen? Jetzt auch, wo die anderen Inputs noch zu hören waren. Also wie gesagt, da sind viele Sachen. Ich habe mich daran erinnert an ein Gerichtsverfahren, was ich mal gelesen habe, als ich noch Jura studiert habe und auch so ein bisschen Steuerrecht, wo ein Lehrer tatsächlich geklagt hat, wollte diese Grenze, diese Begrenzung weghaben, die Sie angesprochen hatten, Herr Werner, diese Deckelung von 1250 Euro mit dem tatsächlich nachweisbaren Argument, dass er mehr im Homeoffice an seinem Schreibtisch zu Hause gearbeitet hat, als tatsächlich unterrichtet hat in der Schule. Das konnte er tatsächlich nachweisen. Die Finanzbehörde hat dann gesagt, nein, Kern der Tätigkeit ist Unterrichten und das zeitliche Maß ist nicht als Indiz ausreichend für den Schwerpunkt, den örtlichen Schwerpunkt der Tätigkeit. Also da muss man tatsächlich sehr gucken. Also in der Regel kann man dazu sagen, dass natürlich eine Beschädigung des Arbeitgebers jetzt in den Zeiten, genauso was für andere Werbungskosten geht, Betätigungsmehrverhandlung, natürlich da eine große Hilfe sind. Also der Arbeitgeber kann ja schon bestätigen, dass jetzt im Jahr 2020 4 Monate ich zu Hause ausgearbeitet habe oder eben 2 Tage die Woche, von mir aus Montag oder Freitag und 3 Tage in der Woche war ich im Büro. Da reicht in der Regel schon eine Bescheinigung vom Arbeitgeber aus. Also ich kann mir auch vorstellen, das ist so meine Erfahrung, auch mit den Gesprächen mit der Finanzverwaltung, dieses Jahr werden da nicht so hohe Anforderungen gestellt, wie ansonsten üblich. Also die ganze Finanzverwaltung ist jetzt so ein bisschen auch gehalten, von den Oberfinanzdirektionen bestimmte Sachen einfach mal durchlaufen zu lassen, gerade wegen Corona. Also das muss ich mal dazu sagen, das sind eigentlich meine Erfahrungen, dass wenn Sie beim Finanzamt zurzeit irgendwas durchsetzen wollen, Corona-bedingt, sind die recht großzügig und so ist auch, sind auch die Anweisungen aus Berlin und hier aus Kiel genauso, dass man da so mal in Zweifel ein Auge zudrückt. Eben weil eben die der Staat an sich oder auch die Finanzbehörden natürlich auch die erhebliche Belastung zurzeit sehen. Das ist auch so meine Erfahrung im Umgang. Ich habe weniger mit Finanzbehörden zu tun, aber so mit dem Bundesverwaltungsamt, wenn es um Fördermittel geht, auch da ist momentan ist man sehr großzügig und sehr bereit, auf bestimmte Situationen einfach viel flexibler zu reagieren, was ja auch durchaus sehr schön ist. Vielleicht ein Hinweis der Diskussion zwischen Mitarbeitern und Arbeitgebern momentan zum Thema Homeoffice. Also das ist kein theoretisches Wissen, das ist praktisch gehört und vorgetragen worden. Lieber Arbeitgeber, wenn ich jetzt die ganze Zeit zu Hause bin, dann verbrauchst du ja weniger Wasser und kein Klopapier. Beteiligst du dich bei mir daran? Das ist wahr. Andere Seite, meine Mitarbeiter müssen ja nicht mehr so viel zur Firma fahren. Damit haben sie ja erstmal weniger Kosten und zweitens haben sie mehr Zeit. Von dieser Zeit können die mir doch im Monat in der Woche 2 Stunden abgeben. Also sprich bei gleichem Lohn 42 Stunden arbeiten. Solche Diskussionen gibt es nur mal so zur Horizonterweiterung. Also ich kann das also in meinem Bereich sagen, mit unseren Mitarbeitern hier, dass wir uns auch so unterhalten haben, so da war erst die Euphorie ganz groß, oh ja, von zu Hause aus arbeiten. Aber mittlerweile habe ich so festgestellt, dass denen doch so ein bisschen die sozialen Kontakte fehlen und das ein bisschen langweilig zu Hause ist. Und eben, wie ich auch vorhin gesagt hatte, so der Weg zum Kühlschrank ist ein ausgetretener Pfad. Man nascht dann doch eben mal ein bisschen mehr als vielleicht auf der Arbeit. Und ich habe festgestellt, dass so die Mitarbeiter doch dann wieder ganz froh sind, wenn sie hier im Büro sind. Ich könnte mir bei uns gut vorstellen, dass man sagt, Montag und Freitag Homeoffice, aber 3 Tage die Woche gerne in den Betrieb. Das finde ich auch als Arbeitgeber für mich viel angenehmer. Ich finde, es macht einen Unterschied, ob ich mit jemandem jetzt wirklich Auge in Auge sehe, wenn ich seine Mimik sehe. Das kann man natürlich auch am Bildschirm sehen, aber nur eingeschränkt. Das ist ein Unterschied einfach in der Qualität der Zusammenarbeit, ob es Mandanten sind oder Mitarbeiter, ob ich ihn im Grunde mit den neuen Medien im Webinar sehe oder ich habe ihn im Grunde vor mir. Das ist schon eine andere Qualität und ich finde, das ist eigentlich nicht so ein schätzen. Also ich kann mir so ein hybrides Modell gut vorstellen. 3 Tage im Büro, 2 Tage zu Hause, so, dann hat man so ein bisschen so einen Mittelweg und das ist machbar. Das kann ich mir gut vorstellen. Und das haben die Mitarbeiter auch so gesagt, ja, das ist klasse. Also als Ergänzung von mir dazu, Jörg, du hast genau das Beispiel gebracht, so 2 Tage im Homeoffice und 3 Tage in der Firma. Das ist also mittlerweile empirisch
nachgewiesen, dass das eigentlich so eine ideale Kombination ist. Ja. Dass man nicht diese Bindung verliert, den Kontakt zu den Kollegen auch. Und also insofern, man kann es nicht mit der Brechstange, man muss es individuell betrachten auch. Und ja. es wird sicherlich jetzt die nächsten oder im nächsten Jahr wird es etwas zurückgefahren werden, aber wir haben einen unglaublichen Push in Sachen Homeoffice gehabt auch und es wird dabei bleiben. Also das, denke ich mal, sind wir alle fünf uns einig. Ja. Und da müssen sich alle Unternehmen drauf einstellen. Ja. Und da ist noch viel zu tun auch. Nicht? Also für Büroausstattung auch, für steuerliche Gestaltung auch, für Mitarbeiterbindung und. Spannendes Thema. Definitiv. Da wird sich vieles noch bewegen. Wir werden viel zu tun haben, alle, die wir hier sind und auch alle Zuschauer, alle Teilnehmer. Ich denke, das kann man als Schlusswort wirklich so stehen lassen. Es kommt Arbeit auf uns zu, aber ich habe den Eindruck, es bringt uns allesamt und auch alle Mitarbeiter und alle Unternehmen voran, wenn wir uns auf den Weg machen. Ja. Insofern danke ich tatsächlich erstmal allen Zuschauern, die die satten 2 Stunden jetzt ausgehalten haben und das Programm tatsächlich mit durchgezogen haben. Ich bedanke mich auch bei allen Referenten für ihre Inputs und schließe hiermit offiziell die Runde. Okay. Tschüss. 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 Schönen Abend noch. Ja, danke für Ihre Energie. Danke. Tschüss. Tschüss. Und wenn Sie noch nicht zu Hause sind, kommen Sie gut nach Hause. Danke.